So dann mögen die Spiele beginnen. Dann sage ich mal ein herzliches Willkommen in die Runde an die Teilnehmer, an die Damen und Herren, die heute hier zugegen sind zu unserem heutigen JFD Live-Event. Heute mal wieder am Morgen noch vor dem DAX Opening. Wir haben ja auch die Zeitumstellung jetzt am Wochenende gehabt. Also insofern dürfte es kaum so dramatisch sein, hier in der Früh an den Start zu gehen. Der Raum füllt sich weiter. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr heute dabei seid zum eben Live-Event mit unserem Partner und mit unserem Partner, den wir schon seit einiger Zeit an Bord haben. Und zwar, jetzt müsst ihr das sehen, heute eben Live-Event, wo es eben darum geht, dass uns der Dennis hier heute am Start und sozusagen unser Main Part im Rahmen dessen, was er uns da sozusagen vorstellt heute, aber er wird eben auf seine Technik eingehen, Börsenkurse, Trendstrukturen, wie er das analysiert. Und da bin ich auch sehr, sehr gespannt, weil natürlich auch hier ja so eine gewisse Schnittstelle auch zu sehen oder zu finden ist mit einem Setup, was ich sehr, sehr bevorzuge. Das finde ich sehr spannend, auch wenn es ein bisschen anders optisch wirkt, ist es aber vom Prinzip her gleich. Und deswegen gefällt es mir so, weil es eben hier in den Trendstrukturen sozusagen angesiedelt ist und aufbaut. Insofern, Dennis, erstmal ein herzliches Willkommen in die Runde an der Stelle. Guten Morgen. Wunderbar. Dennis ist auch zu hören. Ich denke, den Soundcheck hatten wir ja schon vollzogen. Das sollte also alles seine Richtigkeit haben. Natürlich vorab erlaubt es mir den Hinweis, liebe Leute, ihr wisst, dass ihr handelt auf eigene Gefahr, in Anführungszeichen, mit eigenem Risiko. Ihr selbst trefft die Entscheidung, ihr seid eigenverantwortlich. Was wir hier machen, sind natürlich Einblicke in den Trading-Alltag. Und Dennis tradet schon seit langer, langer Zeit, wer ihn kennt. Und er wird uns hier sozusagen ein Stück weit seine Expertise mal übermitteln. Aber es ist eben wichtig, dass jeder versteht, dass auch wenn der Dennis heute für den Fall, dass es sich ergibt, und das ist auch kein Must-Have, falls es einen Trade gibt, dass der natürlich nicht eine Handelsaufforderung ist, sondern eben hier einfach dem oder der Darstellung dient, wie er eben am Markt agiert und vorgeht. Und ansonsten, wie gesagt, wisst ihr, mit wem ihr handeln sollt, ausführt. JFD, wir treten zur Investmentrevolution an und wir sind erst am Beginn, was da noch passiert. Wir hatten den Change zur Bank, zur JFD Bank am Anfang des Jahres vollzogen. Und ja, bei uns könnt ihr aus dem MetaTrader 5 heraus hier über 1500 Instrumente handeln, 8 Anlageklassen. Was will man mehr? Den echten Aktienhandel haben wir mittlerweile auch onboardet. Also da ist für jedem was dabei. Aber Dennis selbst natürlich auch hier im Forex- und Indexmarkt unterwegs, also hier im Margenbereich. Und das ist sicherlich auch das, was euch interessiert. Deswegen wollen wir gleich angreifen. Ich gebe den Bildschirm dann gleich mal an Dennis rüber. Info noch hier am Rande, Webinare, Events, da sind wir natürlich hier immer reichlich gesegnet, um euch eben auch hier ein Stück weit Content, Education, Skills und was es alles gibt, eben zu vermitteln. Schaut's da rein. Wir haben hier zum Beispiel auch morgen Abend den FED-Event, hier dann mit Andreas Müller, auch ein alter Hase. Hier geht's dann los, 18:50 Uhr, wegen Zeitumstellung eben eine Stunde früher, 10 Minuten vor dem FED-Zinssitzungstermin. Also spannend, schaut's da rein. Und jetzt werden wir gleich mal den Dennis zum Moderator machen. Ich sage an der Stelle gleich mal, nicht wundern, wenn der Bildschirm kurz weggeht. Den gebe ich nämlich an Dennis. Und in dem Zusammenhang, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, nutzt den Chat bitte. Auch wenn ihr vielleicht ein Underlying habt, was ihr gerne analysiert haben wollt oder was auch immer kommt in euch auf, dann gibt das mir über den Chat bekannt und dann werde ich das Dennis sozusagen vermitteln. Und ansonsten, Dennis, der Bildschirm müsste schon zu dir rüberfliegen. Jetzt wirst du wahrscheinlich bei deinen 12 Monitoren erstmal sehen müssen, welchen Monitor du anwählst, Nee, ist immer Monitor 4. oder? Alles wie immer. Die Frage an der Stelle wäre auch dahingehend, einfach mal so nebenbei bemerkt, mit wie viel Bildschirmen oder Computern du eigentlich arbeitest, das interessiert sicherlich auch den einen oder anderen, der hier noch relativ frisch am Start ist und sich sozusagen sein Setup vielleicht baut und gegenwärtig in Anführungszeichen nur am Laptop oder am Single-PC rumeiert. Da wäre die Frage, vielleicht kannst du uns da auch ein paar Einblicke geben, aber ansonsten, der Markt gehört dir, der DAX, ich sehe schon, du hast hier verschiedene Timeframes am Start. Ich ziehe mich, wie gesagt, von der Moderation ein Stück weit zurück. Wenn Fragen kommen oder auch wenn mir eine Idee reinkommt, dann klicke ich mich sozusagen natürlich ein und insofern, the stage is yours, wie es so schön heißt, Dennis. Vielen Dank dafür. Ja, Chris, also dann lass uns beginnen hier zu diesem JFD Live Event. Dienstag, 29.10.2019, 8:35 Uhr, auch wichtig nochmal für die Aufzeichnung. Ja, Monitore ist immer so ein beliebtes Thema. Ich selbst trade mit 12 Monitoren, wobei man da auch wirklich relativieren muss, dass man nicht denkt, ich bin die ganze Zeit mit dem Kopf am Rotieren, beispielsweise auf 2 Monitoren habe ich einfach den Spread von allen Handelswerten.
Was hat das für ein Bewandtnis? Warum gucke ich mir den Spread an? Naja, wenn die Spreads aufgehen, dann ist Risiko im Markt. Ja, das heißt, oder beziehungsweise dann ist die Risikoaffinität niedriger und das Risiko nimmt zu. Das heißt, wenn ich irgendwo sehe, dass der Spread im britisch Pfund, japanisch Yen einfach kurz breit wird, dann weiß ich schon, okay, da geht was. Da ist entweder News oder sonstige Volatilitäten, die sich ausprägen, gerade auch bei besonderen Ereignissen. Also die Spreads habe ich immer im Blick. Da gehen einfach zwei Monitore drauf, nur um die Spreads zu beobachten. Wenn sie größer werden, sehe ich das mit einem roten Balken, dass man einfach einen Überblick hat. Ne? Das heißt, 2 von 12 sind schon mal weg. Und dann hast du auf dem einen Monitor meistens noch Communication, also Telegram, Skype, Twitter, Datenfeeds, Nachrichtenfeeds, die du einfach nur nebenbei tickern lässt. Einfach nur, dass du informiert bist. Und dann habe ich 5, 6 MetaTrader 4 bzw. 5 offen, wo immer so wie jetzt ein Profil geladen ist, zum Beispiel der DAX, genauso wie der Kanadisch-Dollar, Schweizer Franken interessant ist. Wir arbeiten jetzt an einem Monitor, das heißt, ich muss mehr oder weniger permanent hin und her schalten. Das heißt, wenn ich jetzt den Kanadisch-Dollar, Schweizer Franken mir angucken will, muss ich halt wieder das Profil aufmachen, muss dann hier gucken, wo ist der Kanadisch-Dollar, Schweizer Franken, dann muss ich da hinklicken, dies, das, jenes. So, das heißt, die Anzahl der Monitore ist eigentlich nur dazu da, dass ich nicht ständig die Fenster wechseln, verschieben oder rumklicken muss. Ja, also das unter normalen professionellen Umständen wird dann nicht jedes Mal 100 Mal rumgeklickt. So, das heißt, du hast dann irgendwie 6 Monitore, da sind eben 6 MT5s drauf und auf jedem Monitor ist ein Profil von einem Basiswert, das an diesem Tag oder der an diesem Tag relevant ist. Zum Beispiel ist der Kanadisch-Dollar, Schweizer Franken für heute relevant. Da warte ich auf einen Einstieg. Wir können ihn auch gerne live miteinander traden, wenn das Signal kommt. Und jetzt ist immer natürlich die große Frage, das ominöse Signal, das Geheimnis des Tradens. Wir haben ja letztendlich zwei Ebenen, die wir berücksichtigen müssen: Trading-Stil, Arbeitsstil. Trading-Stil bedeutet im Prinzip einfach nur, was trade ich und wie trade ich es. Ja, also das ist das eigentliche Trading an sich, das Signal. Das wird häufig am Anfang meistens als Trading verstanden. Na, es geht ja um Trading. Also, wo gehe ich rein und wie gehe ich rein und wo stoppe ich? Aber zum Trading oder zum Trading gehört eben auch der Arbeitsstil. Das bedeutet, wie covere ich mehrere meiner Signale? Und wir können jetzt zu Beginn erst darüber sprechen, was mein Signal oder einer meiner Signalstrukturen, Trade-Architekturen überhaupt ist. Und das wird einfach jeden Tag gesucht. Also es ist nicht so, dass man praktisch jetzt auf die Jagd geht und sagt, okay, ich nehme jetzt einen x-beliebigen, meistens läuft es ja immer so, man macht den DAX auf, dann hast du jetzt hier den DAX offen, im ungünstigsten Fall hast du nur eine Zeiteinheit. Und dann bist du hier am Ruminterpretieren. Ja, ist das eine bullische Flagge? Ist das keine bullische Flagge? Könnte der Markt hier drehen oder auch nicht? Und dann weißt du schon von vornherein, das ist so eine systemlose Heruminterpretiererei. Das heißt, man muss schon wissen, was man hier sucht. Na, und dann ist immer die Frage, was sucht man und warum sucht man es? Stichwort Trading-Stil. So, und dann zum Beispiel lässt sich ja relativ einfach herausfinden, als Beispiel jetzt, und das ist auch das, was wir heute suchen oder das, was ich generell suche. Ich handle sehr, sehr gerne einfach nur ganz, ganz simple Trendfolgemodelle. Es ist so einfach es klingt, so schwierig dann letztendlich auch in der Praxis, daher sich davon nicht blenden lassen. Und was einfach immer gut funktioniert, ist generell erstmal, wenn man scalpen will. Ja, man will an einem heutigen Tag, möchte man ein schnelles Feedback. So, das heißt, das Erste, was man macht, ist, man braucht den übergeordneten Trend. Das ist bei mir M15. Das heißt, M15 ist bei mir der Trend, der für den gesamten Trade verantwortlich ist. Die meisten gucken dann noch auf Daily und Weekly und hast du nicht gesehen. Bis dahin ist viel zu weit weg. Das heißt, wie Michael Vogt sagen würde aus der Markttechnik 1, die Großwetterlage. Aber die Großwetterlage ist natürlich immer eine Frage, wo du tradest. Das heißt, man sollte schon unterscheiden zwischen Signallage und ich sage jetzt mal übergeordneter Trendlage. Ich nenne das jetzt mal UTL oder ÜTL oder wie man es nennen will. So, und jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn meine Großwetterlage?
Trade ich auf dem 15-Minuten-Chart? Was ist die Großwetterlage vom 15-Minuten-Chart? Ne? So, und wenn ich auf dem Minuten-Chart scalpen will, dann muss ich sicherstellen, dass ich das in Richtung des 15-Minuten-Trends mache. Der ist zum Beispiel, und nicht nur zum Beispiel, sondern für heute long. Das heißt, der läuft schon die ganze Zeit. Wir befinden uns aktuell in einer Reaktion. Und dementsprechend ist das schon mal per se gar nicht so verkehrt. Und ich handle eben sehr, sehr gerne, wenn sich der Markt innerhalb meines Trendbandes befindet, weil er dann in einem Bereich angekommen ist, wo Impulse starten können. Ja, das heißt, ich handle gerne einfach Stücke des Impulses in Trendrichtung des M15-Trends. Das bedeutet, hier oben suche ich nicht nach Impulsen, ja, weil wir einfach weit weg sind. Das heißt natürlich nicht, dass der Markt nicht weiterlaufen kann. Das ist gerade für Leute, die sich im Anfangsstadium befinden und so ein bisschen mit Formationen herumspielen, ganz interessant, weil die sich natürlich sagen, ja, ist das völlig bescheuert. Siehst du ja hier bullische Flagge, kannst du ja hier einfach rein, alles easy, ne? Einfach nur ein bisschen in Richtung der Formation gehen und dann läuft Trading schon. Naja, das machst du dann zweimal und dann siehst du auf einmal, dass der Markt so läuft und dann hast du einen Umweg. Hier unten kriegst du einen Stop-Loss reingedrückt, dann kommt der Impuls trotzdem. Und dabei bist du dann halt auch nicht wirklich. Stichwort Timing, ja, ist wie beim Comedy, Timing entscheidet. Also Zeitpunkt ist wichtig. Das heißt, ich persönlich habe mich darauf geeinigt und geeicht, mich an meine Regeln zu halten, weil sie einfach sinnig sind im langfristigen Kontext. Das heißt, wenn ich Impulse trade, trade ich sie nur hier raus. Na, das ist die Grundkonstellation. Wenn ich irgendwas trade, trade ich es nur aus dem Band heraus. Und wenn er nicht in das Band reingeht, habe ich keinen Trade. Und das kann halt auch ziemlich frustrierend sein, weil beispielsweise hier hat man eine schöne korrektive Struktur. Diese korrektive Struktur passt, geht auch noch zurück auf diese korrektive Struktur. Der Geübte wird es dann hier auch sehen. Und das war eigentlich eine ganz coole Struktur, um hier unten zu handeln. Aber in diesem Bereich gab es halt keinen Einstieg. Und das ist dann, glaube ich, für auch den einen oder anderen dann, glaube ich, extrem bescheuert, wenn man dann davor sitzt und sagt, und dafür habe ich jetzt gewartet, dass ich dann keinen Einstieg habe oder was. Also das ist ja mehr Passivität hier als aktives Traden. Und das ist dann so. Ja, das ist dann so. Genauso wie zum Beispiel im CAD Schweizer Franken, um da jetzt nochmal kurz reinzugehen. Das sind so Klassiker. Hier sieht man auch, warum ich das ganz gerne mache. Das heißt, wir haben hier den 15-Minuten-Trend, die Großwetterlage für Scalpen heute. Und ja, ich handle, wie gesagt, eben gerne Korrekturen. Wenn er in mein Trendband hineinkommt, ist auch einer der großen Vorteile der Markttechnik 2 gegenüber dem klassischen Rainbow Trading. Weil beim Rainbow Trading hast du halt 5000 EMAs. Und da ist dann die Frage, ja, in welche EMA muss er denn nun? Weil wir haben keine systematische Auffächerung. Ganz kurz. Ja, zwischen, ja, ja. Ja, was? Also Entschuldigung, dafür erstmal muss ich natürlich beim Rainbow intervenieren, weil ich ja schlichtweg der Rainbow-Trader auch war, beziehungsweise zu Teilen noch bin mit unserem Lars. Das ist ganz spannend. Also Rainbow, das gibt eben verschiedene Anzahlen von GDs, aber du hast das hier modifiziert, aber in der Tat hast du ja beim Rainbow die Farben, die ganz entscheidend sind, wenn man mit dem Rainbow handelt. Ich weiß, aber die, aber ja, das erlaubt auch ein bisschen viel Interpretation. Das heißt, sag mal, das ist hier schon in Markttechnik 2.0, ist eh witzige Formation, wobei ich bei mir immer Rainbow Trading 2. oder 3.0 gesagt hatte, wenn man das so ein Stück weit ergänzt. Aber kurz, deinen Fluss will ich gar nicht groß unterbrechen. Und zwar aber nur zwei Fragen. Von einerseits vom Klaus, und zwar deine ganzen MetaTrader, die du laufen hast, die 4er und 5er, sind die auf einem PC, also Standalone zu Hause, oder hast du das alles auf dem VPS-Server laufen? Das wäre eine Frage. Und dann gefragt er noch nach verschiedenen Leistungseinheiten. Da würde ich sagen, die Details wahrscheinlich eher per E-Mail mal kommunizieren. Aber die Kernfrage ist sicher auch interessant für alle. Ist es denn hier ein, ja, sind es zu Hause stehende Rechner oder hast du die auf, sag ich mal, virtuellen Servern? Sowohl als auch. Wir haben Trading-Server für die Vollautomatik. Wobei auf den Servern trade ich nicht diskretionär. Das heißt, das Diskretionäre setze ich alles so lokal um, um konkret auf die Frage zu antworten. Wir haben letztendlich auf diesem PC 5 MetaTrader, die komplett stabil laufen, das ist völlig in Ordnung. Als Leistungseinstellung relativ simpel, kann ich auch nur jedem empfehlen. Fürs Traden ist auch wirklich kein Hexenwerk. Extras Optionen und dann sich hier schön die Kerzen begrenzen, weil du musst keine 5 Milliarden Kerzen im Hintergrund geladen haben. Es kommt natürlich darauf an, wenn man sich mit einer Trade-Struktur beschäftigt, wenn man sie auswertet, wenn man sie intensiv backtestet
Und das ist das Entscheidende. Also ich kann nur Backtests empfehlen, Backtest, Backtest, Backtest. Wenn's, weil das Argument ist immer, und das ist relativ psychopathisch, in der Vergangenheit funktioniert das und wieso soll es in der Zukunft funktionieren? Es ist genau umgekehrt, meine Damen und Herren. Wenn es nicht mal in der beschissenen Vergangenheit funktioniert, dann wird es in der Zukunft erst recht nicht funktionieren. Das ist ja immer der Witz. Wenn es noch nicht mal gestern funktioniert hat, mit welcher Begründung soll es dann heute funktionieren? Das heißt, man muss schon gucken, wie verhält sich ein Markt? Wie verhielt sich ein Markt? Dass sich ein Markt auch verändern kann, völlig richtig. Aber man muss wissen, wie sich Marktstrukturen verändert haben. Und das weiß man eben nur, wenn man weiß, wie sie vorher sich ausgebaut haben. Was Das heißt, dahingehend auch wichtig ist, Dennis, vielleicht, wenn ich interveniere, dann bin ich aber auch schon ruhig, weil du hast immer einen sehr guten Redefluss, du machst eh viele Webinare, deswegen halte ich mich auch relativ gesehen zurück im Vergleich zu manch anderen Webinar. Was ich da ergänzen will, neben dem, was du sagst, ist es eben, dass man seinen Erwartungswert kennen muss, okay? Und das kann man sicher anhand von Backtests erstmal herausfinden. Und dann muss man ja auch live seinen Erwartungswert erstmal ermitteln, beziehungsweise hier Statistiken erheben, wie Trefferquote ist relativ, wenn man weiß, dass man mit guten Chance-Risiko-Verhältnissen arbeiten kann. Aber man muss den Erwartungswert und eben auch ja, die Art des Tradings, ist es Countertrend, ist es Trendfolgen, wie du schon gleich, du hast gleich gesagt, du gehst lieber mit dem Trend, bin ich bei dir. Gibt auch viele, die den Countertrend suchen, um eben kurzfristig mit einer hohen Trefferquote kleine Gewinne einzufahren. Aber das am Rande, ganz kurz noch hier, bevor du weitermachen darfst. Da gibt es auch die Frage vom Rico, wie das Band denn eingestellt ist. So ein bisschen in die Tiefe von deinem, sag ich mal, Rainbow, modifizierten Rainbow. Sind das EMAs? Da kannst du vielleicht auch noch mal kurz eingehen und dann gebe ich dir direkt das Mic wieder komplett. ja, weil das ist immer so eine Geschichte. Ich habe mich seit Ra mit dem Rainbow Trading, da muss man unter differenzieren. Es gibt, wenn man so will, einfach ein Raster. Du kannst das Raster zum Beispiel auch mit Ichimoku abbilden. Ich kenne auch Leute, die haben statt den EMA-Bändern Ichimoku angewandt. Es geht aber am Ende darum, dass du den Trend einkleidest, dass du den Trend einheitlich rasterst. Für mich ist nur wichtig, zwischen Impuls und Korrektur zu trennen. Und das ist bei Rainbow immer so eine Geschichte, weil man halt mehrere EMAs hat und die mehrere Kategorien, so ein Grid aufzubauen. Und für mich ist es erstmal wichtig zu sagen, was ist Impuls oder Korrektur und was ist der Trend? Das muss klipp und klar voneinander visuell getrennt sein. Weil wenn ich zu viele EMAs drin habe, gibt es Probleme in der eindeutigen Klassifizierung, ist es jetzt nun ein Trend oder ist es der nicht? Oder ist es der Impuls? Weil sonst hast du halt viel zu verwaschene Aussagen beziehungsweise einen sehr großen interpretativen Spielraum. Das heißt, bei den Bändern benutze ich halt teilweise eigens definierte EMAs, zum Beispiel so eine optimierte Trend-EMA, die mehr oder weniger etwas anders arbeitet als herkömmliche EMAs. Weil sie genauer ist. Aber das ist eine wirkliche, das Entscheidende ist auch nicht unbedingt, welches System man verwendet, sondern dass es ein gleichbleibendes System ist. Und du hast es schön angesprochen. Es gibt halt Leute, die traden gegen den Trend, was absolut keinen Sinn macht. Also wenn man sagt, ich will kurzfristige Scalps machen, als Beispiel, kann man ja machen. Und ich suche mir jetzt immer so Situationen raus, wo ich am Ende eines Impulses, große Frage, wo ist der eigentlich? Die sagen sich, naja, ich mache einen Counter-Trend-Trade und sage, okay, ich will mir von so einem kleinen Stückchen hier so ein kleines nach unten Plumpsen abschneiden. So. Dann ist für mich die Frage als professioneller Händler immer, okay, also wir haben jetzt einen Aufwärtstrend, der Impuls ist am Drücken. Und du wartest jetzt darauf, dass der Impuls hier oben bei dem X abstirbt, damit du das kurze Zurückklappen des Marktes abfischen kannst. Wie so ist schon mal, nicht, dass du das gesagt hast, aber so wird das ja so auch manchmal verkauft. Wir fischen uns im Ende der Korrektur was ab. Und dann sage ich mir, oh, das ist eine interessante Methode, Frage. Du weißt ja, dass du gegen den Trend agierst. Ja. Du weißt auch, dass irgendwann vermutlich der Impuls sich dann wieder durchsetzt. Und der Trend sich nach oben etabliert. Richtig. Ja, ich muss schnell mitnehmen, schnell den Stop-Loss nachziehen,
Ich bin gegen den Trend unterwegs und ja, das Risiko ist mir bewusst, aber am Ende eines Impulses und so weiter und so fort. Wo man dann sagt, interessant, Wahnsinn. Was wäre denn einfach, wenn du es in Trendrichtung machen würdest? Dann hast du noch das Läuferpotenzial. Du musst gar nicht gegen den Trend ständig agieren und die Angst haben, dass der Impuls dann irgendwann kommt und deine Position auffrisst. Dann machst du einfach in Trendrichtung und dann hast du noch das Läuferpotenzial auf deiner Seite. Kannst einen Stop-Loss zu 50%, weißt du, gehst du raus. Was weiß ich, hast du mit 50% einen Teil-Take-Profit und den anderen ziehst du auf Null und machst da halt dann Trendfolge und ziehst immer den Stop-Loss nach. Das heißt, es gibt absolut keine Notwendigkeit, gegen einen Trend zu agieren, weil es immer ratsamer ist, mit dem Trend zu gehen. Follow the Trend kommt nicht von einer philosophischen Idee, sondern kommt einfach von der Notwendigkeit, dass es sinniger ist, weil man mehr Potenzial im Trade hat. Das heißt, der Trade in Trendrichtung bringt einfach mehr im Verdienst. Also mehr ist es gar nicht. Du kannst natürlich gegen die Trends agieren, du hast aber nie ein Läuferpotenzial. Und dann ist die Frage, wozu muss man es überhaupt machen? Das macht man meistens, wenn man keine Trades hat. Wenn man keine Trades hat und wenn man nicht keine Geduld hat, dann kommt man auf so, ich sage jetzt mal, kuriose Ideen, wo man dann sagt, ja gut, ich habe zwar jetzt hier keinen Long-Einstieg, aber ich könnte ja den Weg dahin traden. Und man sieht so richtig, Korrekturen zu handeln, ist das Miserabelste, was man so kennt, weil Korrekturen laufen wirklich gebrochen, bröseligst gegen ein. Das ist kein richtiges, schönes Trading, so wie ich es für mich definiere. Es gibt aber Leute, die sagen, ich liebe Korrekturen, ich mag das und ich habe die total unter Kontrolle. Ich mache das seit 5 Jahren und bin damit profitabel. Völlig in Ordnung. Rein objektiv habe ich lieber einen Impuls, der mich schnell in den Gewinn buxiert. Vorausgesetzt, man trifft ihn so, wie man ihn hier schön einzeichnet. Das ist nochmal ein anderes Thema. Ja? Und das ist auch nicht so kompliziert. Also beispielsweise, wann trade ich denn solche Korrekturen hier? Ja, ich liebe es, solche Anstiche zu haben. Der Markt läuft am Ende seines Impulses seitwärts und stochert sich dann hier mehrfach aus. Und dann gehe ich auf der Gegenseite long, also hier oben. Ja, das heißt, ich komme auch nicht am völligen Tief rein. Das muss man auch berücksichtigen. Oder das sind solche Anstichsformationen eben, wo der Markt hier rumeiert. Dann bricht er kurz auf der Unterseite aus. Kleiner Spike. Man kann auch nicht von einem Fehlausbruch sprechen. Der Markt kann nicht falsch liegen. Wer falsch liegen kann, sind Sie selber. Ja, Sie können einen Fehlausbruch haben im Kopf. Das ist nun mal so. Aber der Markt, der ist nie falsch. Das muss man sagen. Da sind die Begrifflichkeiten auch immer so ein bisschen Hybris geprägt. Das ist ein Fehlausbruch. Nee, nee. Das ist kein Fehlausbruch. Das, was der Markt ist gut, das, was der Markt macht, ist gut und das, was der Markt macht, ist richtig. Ne? Genauso wie das Wetter keinen Fehlausbruch haben kann. Das Wetter ist, wie es ist. Das Einzige, was passieren kann, ist, du Idiot, hast den Regenschirm vergessen. Deswegen, das ist eine wichtige Begrifflichkeit, weil wenn man sagt, der Markt hat einen Fehlausbruch, dann fängt das an mit so einer Art Schuldzuweisung. Ah, der hat hier was. Nein, nein, nein. Der macht irgendwas und wenn du irgendwie Verluste erleidest, dann ist das dein Problem. Aber was er macht, ist völlig in Ordnung. Der hat das Recht, alles zu machen. Ne? Und da muss man immer wieder in der demütigen, dankbaren Haltung zurückgehen und sich gut überlegen, mit wem man hier zu tun hat. Das ist wie ein Wetter. Mit Wetter diskutiert man nicht. Ne? Wenn es regnet, regnet es. Da kannst du dich noch so sehr davor stellen und sagen, was zur Hölle ist hier los? Es war doch Sonnenschein angekündigt. Ja, dann regnet es halt jetzt. Welcome in the Club. Das ist Wetter. Und die meisten haben doch tatsächlich dann noch so Gründe für das Wetter und so weiter. Es gibt natürlich Ereignisse, aber prinzipiell ist es ratsamer, nur noch zu akzeptieren. Am Anfang hört sich das ziemlich depressiv an. Im Gegenteil, man akzeptiert Dinge, die da sind. Das ist besser, als ständig enttäuscht zu werden. Also man muss, das ist immer, hört sich immer so ein bisschen an wie, uiuiui, das ist ja sehr verbohrt und sehr verbissen oder. Aber man hat gelernt, einfach mit diesen Sachen umzugehen. Zum Beispiel, wenn man jetzt hier aus einem Impuls heraus handelt, aus der Korrektur heraus handelt. Wie häufig macht der Markt eben sowas, was sehr schön ist? Und dann hier unten den letzten Anstich. Ja, den mag ich. Weil der letztendlich ist der Initiator für den Ausbruch über das letzte Hoch.
Und dann kommen die Marktteilnehmer, die hier drüber ausgestoppt werden. Und dann kann man sich da ranklinken. Das heißt, das Prinzip ist gar nicht so mysteriös. Und es ist auch nicht, es gibt keinen heiligen Gral. Der heilige Gral liegt in der Disziplin. Die meisten traden doch gar nicht for a living. Die erzählen halt, wie es geht. Aber leben die vom Markt? Nein. Und die, die vom Markt leben, die sind auch keine ultimativen Gurus, sondern die sind in der Lage, diszipliniert, wie soll man das sagen, ohne Widerstände mit sich selber gegen den Markt zu agieren. Man könnte auch sagen, Wissensgiganten, Umsetzungsdilettanten. Das ist zusammengefasst meistens Trading bei vielen. Klingt hart, ist aber so. Sie wissen, wie es geht, aber in der Umsetzung scheitert's. Und einige von denen wissen auch noch nicht mal, wie es geht. Aber vorausgesetzt, wir würden wirklich mal Trading in 5 Minuten erklären wollen, was sehr schwer ist, aber sogar möglich. Dann kann man ja sagen, okay, du brauchst für Scalpen eine Großwetterlage. Das ist M15. Du musst oder solltest in Trendrichtung agieren. Alleine aus zahlreichen Gründen. Aber wir akzeptieren das jetzt mal. Also M15 ist unsere übergeordnete Großwetterlage. Wir wollen in Trendrichtung. Wir wollen frische Impulse traden. Wir wollen aus der Korrektur. Naja, dann kann man ja jetzt auch nur sagen, okay, jedes Mal, wenn er in dieses Trendband hineinkommt, muss er mit einer korrektiven Struktur, sehen wir hier, hineinlaufen. Aber woher weiß ich, dass die Korrektur vorbei ist? Weil wir alle kennen das doch, die Korrekturen laufen und laufen und laufen, was weiß ich. Und irgendwann geht er dann nach oben. Und man selbst hat in dieser Flagge 50 Mal hier oben gekauft. Und jedes Mal geht der Markt wieder zurück. Und irgendwann verliert man ja die Nerven und sagt, ey, ich raste jetzt aus, ich gehe jetzt short. Ich habe jetzt 4 Mal auf die Fresse gekriegt. Jetzt, die Flagge scheint nicht zu ziehen, ich gehe short. In dem Moment geht man short, der Markt bricht nach oben hindurch. Du denkst dir, Leute, ernsthaft, ich war jetzt 4 Mal long, dann 4 Mal zog der Long nicht, denn ging der Short aus der Flagge raus, ich gehe Short, funktioniert schon wieder nicht. Ich meine jetzt bei aller Liebe, wir sind Long, Long funktioniert nicht, dann geht der Short, dann gehe ich Short. So, und das liegt einfach daran, dass man keinerlei Ahnung hat, wann so eine Korrektur zu Ende ist. Ja, und man muss dann schon einfach sehen, dass der Markt sich hier unten ausspiked. Das ist, wie gesagt, kein Fehlausbruch, sondern es ist ein Spike. Es ist die letzte Erschöpfung. Aber es hat nichts damit zu tun. Es gibt auch nicht den Markt. Es sind halt 1000 Marktspieler oder Marktteilnehmer. Und das ist eben wichtig, dass man eine Struktur erkennt, wo in dem letzten Zipfel am Ende hier ein kurzfristiger Spike entsteht. Weil dieser ist der Motor für den Ausbruch auf der Überseite. Und wenn man jetzt Trading wirklich in 2 Minuten erklären will, kann man sagen, handel immer nur an oder aus spikende Formationen. Der Elliott Waver wird hier dann auch vermutlich irgendwelche Strukturen sehen. Man kann auch sagen, ich handle nur dreiwellige Strukturen in der Form, wenn man es überhaupt so zählen möchte. Ich handle nur dreiwellige Strukturen und im besten Fall dippt er mir beim letzten Mal hier drunter und ich gehe auf der Überseite long. Das ist mein Risiko und nach einem Risiko, wenn man hier oben angekommen ist, nimmt man 40% der Positionsgröße raus und zieht den Stop-Loss auf den Einstieg, ja, auf den Entry. Das ist wichtig. So, und dann hat sich das Ganze. Das ist das Geheimnis. Das ist kein Hexenwerk. Nur finde die Situation jeden Tag so, dass du 20 Signale pro Tag hast, warte auf die Korrektur, lass ihn anspiken. Wie häufig sehe ich einen Spike und dann läuft er so nach unten. Das heißt, der Trend stimmte, die Korrektur stimmte, die Korrekturstruktur an sich, wie der Markt dahin läuft. Ja? Ich meine, wenn der so dahin läuft, in einer richtig dynamischen Art und Weise, habe ich auch keinen Bock. Das sollte schon ein, am liebsten trade ich die langgezogenen, elendig quälenden Scheißdinger. Das sind diese Dinger, der Markt geht hoch, eiert sich dann irgendwie so da rein, sticht dann nochmal ins Band und geht dann hoch. Sowas sind die angenehmsten Sachen. Ja, die sind auch, warum sind die angenehm? Weil sie einfach zu visualisieren sind. Ich bin ja kein Computer.
Das heißt, wie stelle ich überhaupt sicher, dass ich hier richtig agiere im Rahmen der diskretionären Art? Ne? Und da ist es mir am liebsten, man hat so eine Seitwärtsgeschieberei hier mit einem Fake oder mit einem Spike eher nach unten. Da kommt noch die alte Konditionierung durch. Ne? Solche Sachen sind mir am liebsten, weil du hast den visuellen Impuls. Der Impuls ballert hier nach oben, alles clean. Jetzt kommt er in die Korrektur, in das Korrekturband oder in das Trendband. Und er kommt wirklich nachvollziehbar korrektiv in dieses Band. Und das finde ich halt nett. Und der Spike ist dann so wirklich das i-Tüpfelchen. Und schön ist es natürlich, wenn diese Range eng ist. Ja, wenn die natürlich 10 Kilometer groß ist. Unangenehm. Weil deine Stoppdistanzen natürlich größer werden. Das heißt, Job ist es dann relativ simpel zu sagen, okay, was brauche ich für Signale täglich? Na okay, machen wir es folgt, wie folgt. M15 Trend ist wichtig für Scalpen, weil ich will ja jetzt auch nicht den ganzen Trend handeln, sondern beispielsweise auch nur dieses Stückchen hier. Ne? Nur weil ich dieses Stückchen scalpen oder wenn ich scalpen will, ich kann nicht auf dem Minutenchart immer scalpen. Nehmen wir mal an, ich mache jetzt einfach nur den Minutenchart auf und ich fange hier an zu scalpen. Naja, Short geht da nicht richtig, Long geht da nicht richtig. Ah ja, warum nicht? Naja, weil wir in einem Long-Trend sind, aber in einer Korrektur. Das heißt, der Short ist beschissen und der Long ist zu spät. Wow. Also handelst du am Ende so ein Runtergeschleife, so ein korrektives Runtergeschleife. Und du sitzt im Minutentrend, auf dem Minutenchart, denkst dir so, yeah, paar geile Scalps auf M1. Geil, geil, geil. Da ist M1, da ist eine Formation. Und dann hast du die nächsten 6 Stunden eine lethargische, depressive, passive Marktstruktur im wahrsten Sinne des Wortes. Das schleift sich rein. Ich meine, gucken Sie sich das mal an. Stellen Sie sich mal vor, Sie wären hier auf M1 dabei. M1, alles ist eins. Also gehen wir rein. 6 nach oben, 6 nach unten, 3 nach unten, 3 nach oben, 6 nach unten, 5 nach unten, 5 nach oben, 7 nach unten, 3 nach oben. Das Ding ist ein grausames Akt von wirklicher Zeitverschwendung für einen selbst in dieser Phase hier. Ganz, ganz katastrophal. Und das ist der Grund, warum man nicht einfach sagen kann, ajo, wir gehen jetzt in den Minutenchart und handeln da eine geile SKS-Formation. Naja, das interessiert niemanden in dieser Struktur. Das ist natürlich was ganz anderes, wenn man sich dessen bewusst ist. Und sagt, ich warte am Ende dieser Korrektur innerhalb dieser Trendstruktur auf M15 auf eine inverse Schulterkopf-Schulterformation, die vielleicht als Spike-Ende innerhalb dieser Formation auftritt. Ja, das wäre also der Klassiker. Du hast da einfach eine Formation. Das ist dann natürlich kluges Warten. Aber sich hier auf irgendeine M1-Formation zu verlassen, das ist total random walk. Das ist purer Zufall. Das funktioniert kein Meter. Das wird mal gut funktionieren, mal schlecht, aber es wird nichts bringen. Langfristig. On the long run wird es nichts bringen. Anders ist es natürlich, du hast hier so eine Seitwärtsphase, die dann gebrochen wird. Und er macht den hier auf M15. Diese SKS-Formation in diesem Kontext, wunderbar. Weil du hast hier einen Knackpunkt, der Fake. Oder der Spike, wie man es auch nennen möchte. Das heißt, man kann dann nicht nur auf der Oberseite reingehen, sondern schon hier. Das sind sehr schöne Situationen, wenn sie so einfach vorhanden sind. In der Formation, wie sie im Cut Schweizer Franken auftrat, hattest du sowas nicht. Da kann man sich ja, kann man vergeblich suchen. Wo war denn hier die perfekte, eindeutige Formation? Ganz einfach, es gab keine. Das heißt, das Einzige, was dir übrig blieb, war auf der Gegenseite zu handeln. Die Gegenseite geht immer. Aber es ist natürlich schöner, und da müssen wir dann praktisch nochmal vom Gebilde her rein. Es ist natürlich schöner, du kommst hier schon rein, bei der Eins. Das geht aber nur die Eins, wenn hier eine entsprechende Formation vorhanden ist. Weil sonst hat man zu große Probleme. Ansonsten bleibt dir, wie gesagt, nur bei der X2 den Einstieg beim letzten Extrem an. Und das auch nur, wenn das natürlich kompakt ist. Das bedeutet sowas hier. Handle ich überhaupt nicht.
Weil natürlich dann der Impuls schon viel zu weit weg ist, hier oben bei der X2. Viel besser ist es natürlich, der Markt konsolidiert sich daran. Das sind die ganzen Kleinigkeiten, wo man dann merkt, okay, so langsam verstehe ich das Grundsystem, ich weiß jetzt, was der meint, okay. Aber es kommt dann eben auf genau diese Details an. Wie läuft der korrekt? Also vorausgesetzt, wir haben akzeptiert, dass wir nicht einfach auf dem Minutenchart da irgendwie rumballern können, weil wir es in irgendeinem YouTube-Video gesehen haben. Das ist das Erste. Das heißt, du brauchst die übergeordnete Trendstruktur, damit du einen geilen Trade hast. Du willst auf M1, dass dein Setup aufgeht? Naja, dann brauchst du den Zwang aus M15. That's it. So einfach ist das. So, wenn das die Grundstruktur ist, braucht man hier den Anstich. Jetzt ist die Frage, wenn du diesen Anstich gemacht hast, ich nenne das halt Anstich, viele nennen es Spike, ist jetzt auch kein Weltwunder, ist auch nichts Neues, was ich hier erzähle. Das Einzige, was Neues ist, die Systematik. Das bedeutet, ich habe eine Menge Leute, die mir geschrieben haben, hey, ich habe so viele Systeme ausprobiert, von tausenden gleitenden Durchschnitten bis Ishimoku, bis Naked Chart Trading. Ich raff nicht, wie ich Trends erkenne. Und selbst wenn ich Trends erkenne, verstehe ich nicht, wo ist am Ende die effektive Zone des Handelns. Und das Markttechnik 2-Raster ist einfach ein abgespecktes System. Und in der Abspeckung steckt die Kunst. Weil dann hast du nämlich eine klare Trennung zwischen Impuls und Korrektur und zwischen Trend. Ja, zwischen diesen drei Elementen. Und dann hast du schon mal deine Richtung und deine Verortung. Und die ist eindeutig. Bei einem, ich sag jetzt mal, ungeübten oder bei einem Anfänger, der ungeübt Naked Chart Trading betreibt, der wird nie wissen, wo ist der Impuls, wo ist der Trend, wo ist die Korrektur, wo ist das alles? Was ist was? Ganz simpel. Wenn er mit Rainbow anfängt, was normal ist am Anfang, dann wird man schon sehen, aha, okay, das ist schon mal der Trend und er ist schon mal impulsivartig und korrekturartig. Aber auch da ist es so, dass du dann noch sehr viel Spielraum hast. Und diesen Spielraum habe ich mir selber genommen. Weil so einen Spielraum zu sich zu geben, ist sehr gefährlich. Gerade am Anfang. Am Anfang ist es besser, gar nicht diskutieren, Schnauze halten, Regeln einhalten. That's the game. Das ist viel einfacher. Weil, wenn man sich auf die ganzen Möglichkeiten einlässt, merkt man erstmal, wie viele Möglichkeiten es gibt. Und das sind zu viele für einen. Und dementsprechend, wenn ich jemandem Trading beibringen würde, na, wenn man mich wirklich fragt, Dennis, wie würdest du jemandem Trading beibringen? Kann man das überhaupt? Kann man Trader wirklich werden? Ja, kann man. Ich lebe davon. Ich muss davon leben. Und ich will auch davon leben. Aber wenn man jemandem was beibringen will, sagt man, pass mal auf, mein Freund. Du handelst nur auf M1, wenn M15 so und so ist. Du handelst nur auf M1, wenn M15 Korrektur so und so läuft. Du handelst es nur, wenn die Korrektur den und den Fake macht. Du handelst das nur direkt hier unten bei der X1, wenn die Formation darunter clean ist. Clean bedeutet so, so, so und so. Hier hast du 100 Beispiele. Wenn das nicht der Fall ist, lässt du das bitte sein. Dann handelst du nur auf der Oberseite. Sobald du ein R vorne bist, ziehst du nach. Und vorausgesetzt, man hält sich da dran, funktioniert das. Aber am Anfang ist es leichter zu sagen, es ist tatsächlich, finde ich, auch einfacher, wenn wir bilden keine Leute aus. Wir haben seit in 10, 11 Jahren zwei Leute gehabt. Einer davon ist gegangen und einer davon ist geblieben. Aber der geblieben ist, hat es drauf. Es gibt sehr wenige, die wir da ausbilden, weil oftmals steckt man halt manchmal Arbeit da rein und ja, entweder fehlt die Passion oder die Disziplin oder der Fokus, der Biss. Du musst hart arbeiten. Und am Ende ist es brutal hart, weil du sitzt dann davor und kriegst den verdammten Anstich hier unten nicht. Er macht alles, was du willst. Aber der Anstich fehlt. Dann hast du keinen Trade. Willst du dann wirklich sagen, oh, der Markt ist schuld? Oh, Donald Trump ist schuld? Oh, irgendwie die EZB ist schuld? Nein, der Markt hat da einfach nicht deine Formation gemacht, die du brauchst. Niemand ist schuld. Das Signal ist nicht gegeben, obwohl alles nahezu gepasst hat. Nächster Trade. Keiner diskutiert mit so einer Gegebenheit. Aber die meisten investieren da, hängen sich da psychisch so dran, als wäre das ihr bester Freund. Ich trade am liebsten den DAX und den Euro. Das sind auch so Klassiker. Lassen sich davon nicht blenden. Das Entscheidende ist, dass die Formation passt. Ob das im Cut Schweizer Franken ist, ja. Oder ob das im DAX ist. Es spielt überhaupt keine Rolle.
Also ich handle halt gerne den Cut Schweizer Franken, weil wir sind immer noch hier. Man sieht auch hier, der läuft zum Beispiel. Warum handle ich den Cut Schweizer Franken gerne? Weil der sich sehr clean verhält, sehr technisch verhält. Da ist nicht so viel Rumgezerre wie zum Beispiel im DAX. Aber wenn der hier in das Band kommt, dann sind die Formationen oft sehr, sehr clean. Ich liebe das. Ja? Bevor ich also eine schrottige Formation im DAX trade, weil es der DAX ist, ja, suche ich mir lieber Trade-Architekturen, die sauber sind. Ne, und dann, das ist dann auch tatsächlich schon der Job, weil oftmals ist ja so der Puls der Märkte und lass uns jetzt mal einen Trade machen. Machen wir doch mal folgendes Beispiel, weil das ist wirklich wichtig. Das ist ernsthaft echt wichtig. Wenn du immer diese Hyperaktivität, wenn du Hummeln im Hintern hast, ja, da bist du schon im Eimer. Wir haben jetzt zwei Trader, Trader A, Trader B. Und ich war lange Trader A. Es ist nicht so, dass ich jetzt hier wirklich der Guru vom Herrn bin. Ich tüftel mich da auch nur durch. Ja? Also es ist auch nur letztendlich Erfahrung und man kann viele Dinge auch anders sehen. Und ich bitte darum, auch die Dinge komplett anders zu sehen. Es ist nur eine Sache, die für mich läuft. So, jetzt können wir von mir aus sagen, wir haben jetzt hier eine Woche lang, wir traden eine ganze Woche, okay? Und das Wochenergebnis schreiben wir da unten hin. Der Trader A hat, was weiß ich, echt extrem viel gehandelt. Sagen wir mal jeden Tag 5 Trades. Oder jeden Tag übertreiben wir ein bisschen. Wobei übertreiben ist ja noch untertrieben bei den meisten. Sagen wir 10 Trades pro Tag. Kommt hin, oder? Wenn man es wirklich wissen will, kriegt man 10 auf die Kette. Da kriegt man auch 30 hin, weil wenn man überdreht. Dann machen wir 10 pro Tag. Ne? Jetzt hat der insgesamt pro Woche, hat der also, ich sage jetzt mal hier, 50 Trades gemacht. Da schreiben wir hier oben mal eine kleine 50 dahinter. 50 dieser Trades. Von diesen 50 Trades waren jetzt keine Ahnung was. Ja, die meisten sind eh im Verlust. Sagen wir 40 im Verlust, minus 40 und plus 10 Gewinner. Das kommt so ungefähr hin. Ja, das kommt so ungefähr hin. Das ist okay. Ja, und am Ende, was bleibt dem am Ende übrig? Ja, wenn er jedes Mal 100 Euro verliert oder 10 Euro oder was auch immer, auf jeden Fall hat er am Endeffekt minus 30 Trades versemmelt pro Woche. Na? Der geht halt total über die Masse. Das ist Negativbeispiel. Jetzt hast du Trader B, der hat nur einen positiven Trade und 4 negative. Ist das gleiche Verhältnis. Am Ende kommt er auf minus 3 Trades. Dafür hat er aber die 10-fache Positionsgröße. Ja, das heißt, der eine tradet, was weiß ich, hier mit einem Lot. Der handelt mit 10 Lot. Welcher Trader ist denn jetzt von den beiden besser? Weil der eine hat minus 30 mal minus ein Lot gemacht. Und der andere hat mit 10 Lot 3 mal verloren. Und dann ist der Trader B der wesentlich bessere Trader, weil der einfach kaum vorm PC saß. Der hat das gleiche Ergebnis mit viel weniger Aufwand. Und genauso ist es dann natürlich im positiven Beispiel, ne? Da fängt es ja dann auch schon an. Trader A, Trader B. So, gleiches Szenario. Macht keine Ahnung was. In der Woche 50 Gewinntrades. Hat aber auch 25 Verluste. Die Kämpfe, die man so kennt. Was bleibt denn übrig? Na, am Ende 25 Gewinntrades. Die bleiben ihm übrig. So, und da kannst du auch sagen, okay, der eine macht, ja, kommt am Ende auf das ähnliche Szenario raus, ne? Also 25 Gewinntrades müssen übrig bleiben. Und der macht vielleicht, ja, sagen wir, weiß ich nicht, 28 Trades und von denen sind 3 im Verlust. Kommt der auch auf 25. So. Das heißt, der hat auch viel weniger gehandelt und kommt auf selbe Ergebnis. Das heißt, anstatt jeden Tag irgendeinen scheiß Trade zu suchen, der eh nicht funktioniert, kannst du auch gleich sagen, ich sage immer so, weil wir haben so Tagesziel 200, 300, 400, 500 Euro pro Tag, okay? Und ich sage halt immer, lieber mit 6, 7 Trades Ende der Woche seine 2.000 Euro gemacht,
als mit 50 Trades sich gekämpft. Plus 2000, minus 2000, plus 5000. Am Ende kommst du eh auf deinen Erwartungswert. Das, was Chris schon sagte. Dieses Backtesting ist auch nicht dafür gedacht, dass du jetzt sagst, ich nehme das eins zu eins aus der Vergangenheit und produziere es eins zu eins in die Zukunft. Das ist nie die Absicht des Backtests. Die Absicht des Backtests ist zu gucken, wie viel macht das Setup durchschnittlich in meine Richtung? Wie funktioniert der Markt an dieser Stelle? Und das ist wichtig, sich damit nur zu beschäftigen. Natürlich arbeitet man forward. Das Geld wird in der Gegenwart verdient. Aber damit ich die Gegenwart eben besser verstehe, ist es schon ratsam, die Vergangenheit zu kennen. Ne? Das sind so die Punkte, die dann relevant sind. Ne? Und daher lieber weniger traden und die Trades sind Gewinntrades, als mehr traden und du bist halt ständig am Hustlen. Aber deswegen ist Live-Trading immer so eine problematische Angelegenheit. Und das muss ich wirklich sagen, schätze ich an JFD sehr. Weil die geben einem die Freiheit. Chris, wir haben gestern mit Chris über die Thematik in Skype gesprochen. Ich meinte so, Chris, naja, was ist, wenn wir nicht so viele Signale kriegen? Und er so, Dennis, das ist kein Signalzwang. Dennis, du bist nicht verpflichtet, deinen Trade abzusetzen. Und das sind aber Punkte, deswegen bin ich gerne hier. Weil sie wirklich traderorientiert sind. Die labern einen nicht ständig zu mit mach den Trade. Im Gegenteil. Wortwörtlich wieder von Chris, wobei das auch nicht abgesprochen war, aber das ist mir auch egal an der Stelle. Da heißt es dann am Ende, wenn da kein Trade da ist, dann ist es eben keiner da. Punkt. Und das sind Sätze, die sind am Ende wichtig, weil ich kann hier keine Show abliefern im Sinne von, ja, wir traden jetzt hier just for fun. Ich wollte zum Beispiel den Cut Schweizer Franken traden im Rücklauf, aber der Idiot macht den Rücklauf nicht heute. Egal, es ist wie es ist, muss man in Kauf nehmen. Man kann sich auch mal ändern. Man kann sich auch mal ärgern, aber das ist dann auch erledigt. Ja? Man denkt sich so, okay, komm. Das ist nämlich genau der Trade, den ich eigentlich haben wollte. Short kann ich ja hier eh nicht gehen. Der Trend ist völlig long und kommt unten raus. Das heißt, der Cut Schweizer Franken zeigt sich bullisch, erreicht aber auch schon langsam, hier sieht man es schon. Nur, was wollte ich? Ja? Ich wollte, dass er nochmal zurück in dieses Band kommt. Das hier. Und dieses Mal hat das nicht gemacht. Wenn er es noch macht, gehe ich noch rein. Deswegen habe ich die ganze Zeit auch Cut Schweizer Franken offen, weil ich ja auch irgendwie einen Live-Trade machen will, um Geld zu verdienen. Ne? Ist jetzt auch nicht so, dass ich hier just for fun Zeit für eine Show habe. Das heißt, ich will schon zusehen, dass ich Ende des Tages mit ein paar hundert Euro vorne bin. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. So sieht man es eben auch. Ich mache das zum Beispiel gerne, wenn er hier rausdreht auf M15, ja? Dass er zumindest nochmal zurück in das M15-Band kommt. In das M5-Band, sorry, hier unten. Na, und der ist knapp davor abgedreht, der Idiot. Ja, aber das passiert eben auch. Du hast dein Regelwerk, du willst da rein, du hast gute Gründe und das ist dann so ein Thema. Ich glaube, Vogt würde sagen, fachliche Unschärfe, kannst du auch so rein. Hättest du auch wegen den 0,2 Pips auch wirklich ignorieren können. Ja, hätte man machen können, aber wenn man, ist halt immer so eine Auslotung, wie engmaschig du an deinem stringenten Regelwerk bist. Ne? Wie weit willst du es denn auslegen? Und je länger du das machst, umso weniger Spielraum willst du dir eigentlich geben. Ist dann ein zweischneidiges Schwert, sage ich mal. Aber das ist der Grund, warum wir die ganze Zeit auf diesen Cut Schweizer Franken gucken. Ist nicht so, dass ich den mag. Es ist nur so, dass der interessant war. Ja, loyal zu Menschen, aber loyal. Es gibt nur, als Trader muss man sich das so vorstellen. Man ist extrem loyal zu Menschen. Man hält sich an Absprachen. Man ist extrem loyal zu der Strategie. Aber wenn der Basiswert nicht das macht, was man will, da tindert man sich durch die Gegend. Entweder das ist das Setup oder es ist nicht das Setup. Da wird weggeswiped. Da ist aktives Rumtindern. Ja, wenn man das in dieser sprachlichen Verbildlichung gerne nennen möchte. Loyal zu Menschen, loyal zur Strategie. Aber wenn der Markt sich mir nicht anbietet, ja, dann fuck off. Ist, wie es ist. Ich laufe da nicht hinterher. Ist natürlich doof, wenn du so einen Fall siehst. Weil das ist schon eine gute Architektur. Man sieht auch schon, der Markt zieht ja auch durch. Es Dennis? ist nicht schlecht.
Aber es gibt eventuell ein weiteres Setup. Ich muss mir das sowieso mal reinziehen. Scan mal. Die Frage, die auch aufkommt, ist, würdest du jetzt hier zum Beispiel im M5 auch mit Retracements arbeiten, dass du sozusagen vom letzten Impuls aus sozusagen ja die harmonische Proportionslehre anwendest, um dann sozusagen nochmal in so einen Trade zu kommen, weil möglicherweise geht der jetzt doch nochmal ein Stück rein, aber geht nicht auf dein M5-Band, aber dass du da mit Fibonacci in Kombination arbeitest, ist das ein Thema für dich? Du kannst, was das angeht, da auch noch mal Variationen mit reinbringen. Das ist eine gute Frage. Ja, ah, da arbeiten die Kollegen von der Polizei. Es gibt, glaube ich, kein Webinar, wo nicht einmal im Hintergrund die Fahnen in Berlin. Es Das ist immer Action. Es ist eben gibt Leute, die Großstadtfeeling, sprechen. ne? Das ist Großstadtfeeling. Naja. Zum Thema nochmal ergänzende Kriterien. Ich persönlich würde das überhaupt nicht empfehlen, weil Fibonacci ist immer so eine Frage, wo ziehst du das Fibonacci? Wo machst du das? Harmonic Pattern Geschichten. Das ist alles schon richtig und das kann man auch anwenden, wenn man in der Form sehr, sehr, sehr viel Erfahrung hat in diesem Setup selbst. Ich persönlich bevorzuge eine Mechanik. Das heißt, ich bevorzuge es eher zu sagen, okay, Cut Schweizer Franken, so wie hier, die Mindestbedingung ist die Banderfüllung. Weil wenn man das nicht hat, dann neigt man dazu, zu viel Scheiße zu traden. Aber hier ist doch eine ABC-Pattern, hier ist doch ein Harmonic Gartley-Pattern, hier ist doch das 61er. Ja, mal tradet man das 61er, mal tradet man das Gartley-Pattern, mal tradet man irgendwas, dies, das, jenes. Mal tradet man eine Korrelation. Und das ist das, wo viele Leute dann auch merken, wie unfassbar langweilig Trading ist, weil du dann natürlich auch sagst, hey, Regeln sind Regeln. Ja, aber wegen den 2 Punkten jetzt kein Einstieg, das ist ja doof. Ja, welcome in the game. So, du wolltest Trading, hier hast du Trading. Und das macht man nicht, weil man so lustig drauf ist. Das macht man, weil das Regelwerk einen schützt und trägt. Ne? Weil es gibt eben auch Fälle, und das habe ich zum Hauf eben auch miterlebt, da läuft es so. So ein Und Fall dann hattest du doch stehst du da. bei Eurien, da hatte ich vorhin kurz gesehen im Screen, der ist ja ordentlich mal sauber unten weggebrochen, obwohl das Setup irgendwie bullisch wirkte hat. So hatte ich das mit einem Augen zwinkern gesehen. Das Zeig denn, mal her, Euroyen, was haben wir da? wenn ich mich nicht komplett Ja, irre, genau. Und da siehst du es zum Beispiel. Das ist ein wunderschönes Beispiel, wenn man sagt, okay, ich achte nicht auf meine Regeln. Du willst hier unten beispielsweise long gehen. So, das ist dein Long-Szenario. Das ist das, was du planst. Okay, M15 Trend, alles ist long, alles ist nice. Ja, aber er hatte ja nichts, absolut nichts, was wir sehen wollten. Das Erste, was wir sehen wollten, ist, wir haben irgend so eine Flagge, artige Flagge, die dann nach unten einen Anstich macht. Ja, entweder den Anstich, wo wir auf der Überseite long gehen, auf der Gegenseite, das ist die eine Formation, die gut ist, oder wir gehen auf der Unterseite long, das ist dann diese Formation. Er bricht durch, macht eine SKS. Dann mit so einer SKS kann man auch hier reingehen. Das sind die 2 Gegebenheiten. Und das ist genau der Punkt, den man dann so ein Anfänger sagen kann, okay, lass uns doch mal jetzt bitte das vergleichen, was wir am Anfang des Webinars gesagt haben. M15 Trend Long, M15 Trend Long. Sind wir in der korrektiven Zone? Wir sind in der korrektiven Zone. Alles ist gemacht für deinen Trade. Jetzt kannst du Long zuschlagen. Ja, aber wo ist das korrektive Verhalten? Das Erste, was wir hier oben sehen, ist, wir haben einen bärischen Anstich. Ganz, ganz negativ. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Wir sind doch in einem Aufwärtstrend. Wir wollten das auf der Unterseite sehen. Das heißt, hier hatten wir schon ein Zeichen dafür, dass der Markt echt nicht schön für uns läuft. Wir wollen ja, was das angeht, das auf der Unterseite haben. Das ist schon mal ein ganz, ganz mieses Zeichen für einen Long. Ja? Das heißt, wäre dieser Anstich hier nicht gewesen auf der Oberseite, wo man sagen muss, Achtung, 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 Achtung. Ja, das alleine verbietet jegliche Konstellation, die hier unten stattfindet. Ist das Setup komplett draußen?
Ja, und dann sieht man schon, wie schnell aus Plan, wie schnell und wie gut das auch in der Realität funktioniert. Weil du weißt, was du hier zu tun hast. Und du weißt, wenn du traden kannst, never ever. Hier, ne, niemals gehe ich da rein. Und dann hattest du einen Ort, eine Architektur, aber der Markt hat etwas anderes gemacht, als du erwartet hast. Aber es ist dir egal, weil du ja eh das nicht getradet hast. Long ging nicht und Short ging auch nicht. So, und die meisten Leute sagen ja immer, naja, du weißt eh nicht, was in der Zukunft passiert. Ja, das interessiert mich doch auch nicht. Ich handle doch nicht die Zukunft. Ich handle die Gegenwart. Das heißt, gerne hätte ich hier einen Anstieg gehandelt. Gerne. SKS rein. Schönes Signal meistens. Der ploppt dann, in der Regel ploppt der durch bis zur Gegenseite. Ne? Und wenn der keine Formation auf der Seite, es gibt ja nur zwei Varianten, in denen man dieses Setup handeln kann. Entweder du hast diese Anstiegsvariante ohne Zwischenkorrektur. Dann ist das die schönste Geschichte. So sollte es sein. Dann kannst du nämlich hier stoppen und hier rein. Entry ist hier. Ne? Also die Zwischenkorrektur muss schon sein. Wenn er hier unten keine SKS macht, er muss auch keine SKS machen. Es kann auch so aussehen, ja? Ist auch eine schöne Formation. Entweder so oder er hat hier noch eine Zwischenformation gemacht, dann ist es halt eine SKS. So, das heißt, entweder steige ich hier ein oder ich steige hier ein. Und das immer in dem Kontext. Und dann ist es mir egal, weil ich weiß, dass die Formation funktioniert, weil ein Druck entsteht. Ne? Und unter den jetzigen Bedingungen ist halt, und dann sieht man halt, der Anfänger würde sagen, ja gut, aber der Gürtel hat doch gesagt, hier unten long gehen. Und dann würde vielleicht ein, so habe ich das gemacht. Was meinen Sie, wie ich auf Analysten geschimpft habe? Gut, meistens sind es auch keine Trader. Das muss man auch dazu sagen. Aber was meinen Sie, was ich da rumgeflucht habe? Dieses Arschloch, der hat gesagt, hier unten geht's long. Ein Scheiß geht's hier long. Von wegen Markttechnik 2. Das ist long. Ich gehe long. Der Markt bricht direkt durch. Wie immer. Ich gehe rein. Er macht's Gegenteil. Ah ja, was soll ich dazu sagen? Ja, jung und naiv. Und heute sage ich mir, du, was die Zukunft macht, weiß ich nicht. Ich weiß, was der Markt machen muss, dass mein Setup funktioniert. Und wenn er es macht, bin ich dabei und trade live. Wenn er es nicht macht, forget it. Forget it. Du verlierst Geld. Und Trading ist simpel gesagt nicht so schwierig. Es ist nicht so schwierig. Aber hier sehen wir ein wunderbares Beispiel, dass du halt dich auf die Lauer legst. Und dann sagst, okay, ich habe meine Bedingungen, ich will, dass das und das passiert. Und wenn das nicht das und das passiert, dann bin ich nicht dabei. Dann bin ich nicht dabei. Und so geht man eben jetzt durch die Trade-Architektur. Und da können wir jetzt mal durchscrollen, was alles interessant ist. Und dann wird man relativ schnell eben gucken, wo man die Formation eben hat, die man für sich nutzen kann, ja, und da braucht man wirklich schöne Seitwärtsgeschiebeformationen, die sich dann nach oben hin auflösen. Und das muss wirklich einprägsam sein. Also es muss wirklich sofort easy zu Da sehen kommt sein. jetzt auch gleich die Frage, während du hier den Markt screenst. Ich meine, das ist ja genau der Punkt, in meinen Ja, hau raus. aktiveren Intraday-Zeiten. Also ich habe ja auch noch meine Trading Station mit meinen vier Monitoren auf der linken und meine Workstation mit zwei auf der rechten. Also mein Da muss höchstes ich Boot. kurz Ja, einhaken. ja. Das finde ich bei JFD sowieso cool, weil bei dir weiß man, du hast da aktiv mitgearbeitet. Das ist nicht nur so ein Verkäufer, der von einem spricht, sondern da weiß man, der Kämmerer, der hat schon genügend lange sich damit Oh beschäftigt, ja. gehandelt. Das ist ein Unterschied, weißt du, deswegen mache ich das gerne mit dir. Das wollte ich aber nur mal einsträuben, Ja, das weil ist ich richtig. sag's, wie es ist. Das ist auch angenehm, wenn man dann jemanden hat, der von vornherein mit Erfahrung reden kann. Dass die Leute das auch wissen, weißt du? Aber hau raus. Ja, das stimmt. Ich meine, ich hatte, der ein oder andere wird es wissen, ich hatte damals in meinen Godmode-Trader-Zeiten ja auch das Rainbow-Seminar da sozusagen. Und ich hatte es immer wieder mal auch erwähnt, dass wir das mal wieder aufleben lassen könnten, so der alten Zeiten willen, weil grundsätzlich hat man eben sein Setup geschürt, gefunden, auch ein bisschen adaptiv an deins auch angelehnt, aber eben wirklich anders. Geht auch darum, mit welchen Signalen man arbeitet. Da hatte ich auch immer gern die Heiken-Aschi-Kerzen, okay, oder die MACD-Candles im Finalen. Lars selber, unser CEO von JFD, hat ja an der Stelle
Hersteller die klassischen Candlestick-Pattern in Verbindung mit dem Rainbow gebracht. Also da gibt es Möglichkeiten noch und nöcher. Aber was ich sagen wollte, im Prinzip eben mit den Monitoren, das ist eben genau der Überblick, den man hier hat. Also es geht nicht darum, dass man 12 Monitore braucht, um zu traden, um Gottes Willen. Das kann man auch mit dem Laptop machen. Wenn man dann aber eben so eine Software hat oder auch ein Signal, generiere, der dann einfach aufblinkt und zeigt, so hier im M15 passiert jetzt genau das, wie du dein Spread Indication da hast, wo du sagst, da schaust du dir das genau an. Ich hatte da auch so eine Art Währungsstärke-Indikator zu meinen, sag ich mal, aktiveren Zeiten, wo man einfach auch gesehen hat, welche Währungen sind denn schwach und stark, und tendenziell hat man dann die Währungspaare ausgesucht, die hier hohe Korrelationen aufwiesen. Das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ist, aber wie gesagt, das ist etwas, wo man, ja, keinesfalls eben 12 Bildschirme oder 6 oder 4 braucht, aber man arbeitet sich einfach leichter, wenn man einen sauberen Überblick hat und nicht immer, wie du es jetzt auch machst, klicken muss. Das ist einfach da zweckmäßig, sage ich mal. Und das ist am Ende des Tages auch das Feine. Aber ich hatte auch die Frage, und das ist sicherlich auch ein ganz schöner Schnittpunkt an der Stelle für alle die jetzt entweder live dabei sind oder das Webinar dann auch in der Aufzeichnung sehen. Wir schicken das ja am Ende sowieso raus. Aber da ging es eben darum, wie kann ich denn etwas nutzen, wie du, also wie komme ich denn dahin? Also was kann ich denn, also zum Beispiel, ich finde das ganz interessant, deine Vorgehensweise. Ich finde die, man nennt das ja auch Templates hier beim MetaTrader, also deine vorgefertigte Setup-Lösung. Wie kann man das nutzen? Und da, das ist eine schöne Brücke. Vielen Dank an der Stelle hier an Thomas, dass wir hier an der Stelle eben genau den Punkt haben, dass wir eben neben dem, ja, gemeinsam Webinar, was wir hier veranstalten, das gemeinsame JFD-Event für euch sozusagen auch hier natürlich ein starkes Paket seit einiger Zeit geschürt haben, wo dann Dennis auf jeden Fall mal auf seine Skype-Trading-Seite kommt. Und auf die Seite bin ich ja früher auch, ich meine, es waren auch schon gut 10 Jahre ist es her, fand ich damals schon sehr interessant, die Seite. Da war aber noch gar nicht dran zu denken, dass wir mit JFD, oder da war ja JFD auch noch gar nicht geboren, dass man hier irgendwelche, sage ich mal, Synergien schafft an der Stelle. Aber da hast du, wie gesagt, schon eine reichliche Toolbox kreiert. Und das ist etwas, was wir jetzt hier in Verbindung auch für euch als Kunden sozusagen aufleben lassen haben, wo man einfach, ja, ich sag mal, wirklich mit einem Freifahrtschein diese Templates nutzen kann. Und da würde ich dich bitten, Dennis, dass du das dem Thomas und auch dem Rest des hier, sage ich mal, ansässigen Publikums vielleicht erklärst. Ich meine, viele kennen uns schon, es sind auch einige Allstars dabei. Grüße an der Stelle hier an Bernd, Marco, auch mein Namensvetter hier, der Kämmerer, sehr geil. Es sind einige da, die Wiederholungstäter oder sage ich mal so die Fans, die werden es wahrscheinlich eh kennen, aber es wird auch welche geben, die ganz frisch dabei sind, Dennis, und dann wäre es auf jeden Fall mal Zweck. Andreas, meine Güte, Wink. Meine Güte, konnte ich dich vergessen? Genau, danke dir an der Stelle. Und es gibt auch noch die eine oder andere Dame sogar, die häufiger da ist. Insofern, du hast auch einen weiblichen Fan-Pulk an dir dran, Dennis. Aber genau, dass du uns da mal zeigst, was es da sozusagen für Möglichkeiten gibt. Ich weiß, du bist eh kein Seller und es geht auch nicht darum, hier groß was zu verkaufen, sondern es geht darum, eine Schnittstelle zu schaffen, wie die Leute das, was sie heute hier von dir gehört haben, auch ein Stück weit für sich ausprobieren können. Und da gibt es eben, wie gesagt, schöne Offerten, und da würde ich dich bitten, dass du da einfach auch mal einen Schwenk dahin machst, neben dem, dass du jetzt ein interessantes Setup unter Umständen kreiert hast hier beim DAX direkt. So, dann jetzt musst du den Kaffee wegwischen vom Mund und dann bist du hoffentlich wieder da. Oder das Mikrofon Ich einschalten, habe das wäre auch mich nicht auf schlecht. stumm geschaltet, damit es nebenbei ja. Und gar nicht gemerkt, dass ich stumm geschaltet war. Das kenne ich Kaffeetempo gut. muss auch morgen sein. Es ist 9:33 Uhr, Leute. Also da Ich muss man schon ein bisschen klarkommen. Nur weiß. kurz, ich greife das so. Ich hab komplett zugehört. Ich bin Passt. nur, was das angeht. Ich will nur eine Sekunde über, weil ich habe auch schon die Seite offen hier, aber Kein Stress, kein Stress. Es war nur so eine Brücke, die jetzt hier gebaut wurde von Thomas, wie gesagt. Und ich denke mir, na klar, wir haben ja was in petto und das würden wir am Ende sowieso mit der Mail nachschicken, aber dass wir da einfach einen kleinen Blick reinwerfen. Aber es soll ja um Live-Trading gehen. Was der DAX hier gemacht hat, ist ja durchaus spannend. Und DAX ist ja eh, das hast du vorhin gesagt, man sollte sich nicht verlieben in irgendwelche Underlyings. Bin ich völlig bei dir. Ich habe immer 28 Währungspaare und Gold und Silber auf dem Scanner gehabt. Das sind 30, sozusagen der Währungsmarkt DAX 30 fast. Und das macht auch Sinn, ergibt Sinn, so ist es zweckmäßig. Aber der DAX ist des Traders Lieblings und fein, dass du den jetzt mal hier unter die Lupe nimmst, weil ich denke mal, viele sind eben auch DAX-Fan. Das ist einfach so. Naja, das ist nicht so gemeint, dass ich liebe den DAX im Trading. Ich liebe den DAX. Warum? Weil wir haben doch gerade darüber gesprochen, dass der Euro-Yen da oben so einen Anstich gemacht hat, right? Und Absolut. dass das nicht gut ist in der Korrektur. So, also wenn der da oben, wenn eine Korrektur mit einem Anstich aufgelöst wird. Und ich gucke mir hauptsächlich immer an, es gibt ja nur, wenn man sagt, okay, ich möchte immer in diesem Bereich long gehen. Ganz simpel. Wirklich ganz simpel. Lass uns bei der simplen Betrachtungsweise bleiben. Dann schaue ich mir an, ob ich den Anstich auf der Unterseite oder auf der Oberseite.
Wenn er auf der Oberseite kommt, weiß ich direkt, vergiss es. Wie im Euro-Yen. Das muss ja wiederholbar bleiben. Wir können ja jetzt nicht mit einem System, über ein System reden. Und letztendlich geht es tatsächlich über diese simple Thematik, wie macht er das hier? Und da gibt es halt zum Beispiel jetzt drei Fälle, gab es hier, right? Drei Fälle, drei Optionen, wo man hätte handeln können. Fall 1, Fall 2, Fall 3. Fall 1 ist genau das, was ich sehen will. Er macht auf der Unterseite auf einmal so einen Anstich. Er hebelt die Tiefs aus, gerade noch an dem Bereich des letzten Hochs, hier, hier. Hier. Ja, und er bleibt unter dem letzten Impulstief, über dem letzten Impulstief. Hier. So, ich komme gleich zur Seite. Das ist, aber damit man nochmal versteht, wenn man sich für die Markttechnik 2 interessiert, was hat man dann am Ende? Naja, man hat ein Raster. Ja, okay? Und dieses Raster, das ist in der Form deshalb notwendig, weil wenn ich sowas sehe, man kann einfach auch wirklich runterbrechen. Lass ihn den scheiß Impuls machen. Impuls. Lass ihn zurückkommen und dann brauchst du hier den Anstich. Und den kriegst du halt nicht immer. In Situation hast du den bekommen. In Situation 2 hast du ihn, was das angeht, auch bekommen. Ja, aber das ist schon gar nicht so einfach zu erkennen. Aber in etwa. Und in Formation 3, da hat er den Anstich auf der Oberseite gemacht. Das heißt, das ist ein Indikator dafür, dass auch mal die Korrektur tiefer gehen kann. Und dann wird sich hier unten neu entschieden. Und das ist letztendlich eine schöne Methode, in der Form, um da zu agieren. Okay? So, und das ist das simple Prinzip hinter der Sache. Deswegen bin ich zum Beispiel hier im DAX mit dem Long sehr vorsichtig, weil wir sind zwar Long, aber der Anstich auf der Oberseite ist wie im Euro-Yen. Und wenn so ein Anstich auf der Oberseite kommt, kann man sich direkt schon merken, läuft er meistens auch schon unter das Band. Das heißt, es ist jetzt gefährlich, da in irgendeiner Form jetzt hier die Longs zu suchen. Wir können da auch noch mal ganz kurz auf den Euro-Yen eingehen, weil der Euro-Yen in der Form jetzt, obwohl M15 eben stark ist, und das ist eben der scheinbare Widerspruch, aber eben nur scheinbar, obwohl er Long ist, das gefällt mir halt gar nicht hier mit dem Anstich, ne? Das heißt, wir haben, was das angeht, das hier oben, das ist echt mies. Da weißt du indirekt schon, alles klar. Vorsicht, 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 das kann hier runterbrechen. Wenn das ganz weit entfernt ist, okay? Paint rausholen, the good old friend paint. Here we are. Also, wir haben unser Band, das läuft hier unten irgendwo. Und wenn das kilometerweit, also das ist, man muss wirklich sagen, machen wir erstmal das Kontrabeispiel. Wir haben ein Band, alles schick. So, jetzt ist der Kurs im Blau. Und er macht den hier. Ja? Aber es ist schon relativ nah am Band. Das ist echt tricky. Weil er ist schon im Support-Bereich. Countertrade, und da kommen wir jetzt zum Thema Countertrading, was ja völlig richtig ist, was der Herr Ke Kollege Kämmerer gesagt hat, so wie fast alles, weil nach 20 Jahren kennt man halt schon auch die Welt, ist halt so. Wenn das natürlich hier stattfindet, ja. Ich habe übrigens noch eine Frage, aber die Weltkenntnis immer Eine Sekunde. relativ. Das liegt, ja, bitte. Du bist eh immer der Ja, Paint ist relativ. Master, finde ich eh geil. Aber nee, du hast schon recht, das sind Erfahrungen. Ich meine, du wirst du genauso wie ich kenne, da gibt es das Gesetz der 10.000. Du musst irgendwas 10.000 Mal eine Geige in der Hand gehabt haben, keine Ahnung, 10.000 Mal einen Chart gezeichnet haben. Und wenn man das gemacht hat, dann hat man eine gewisse, man schaut auch auf den Chart schon ohne Linien und Rainbow und kann Setups erkennen. Das ist einfach eine gewisse Programmierung, die man da in sich aufbaut, wenn man gewisse Häufigkeiten da Ja. genutzt hat. Und dass du das mit Paint immer so visualisierst, das ist auch schön für die Teilnehmer, damit die eben nicht nur den kryptischen Chart sehen. Ich meine, Candles sind auch schön, aber gerade um jemanden dann ein Stück weit eben abzuholen, wie siehst du das nochmal extern von so einer Live-Chart-Technik, einfach mit simplen Linien im Paint, ist für die Nachvollziehbarkeit super. Kai hat nur eine Frage, wie häufig er denn im M15 den Basiswert screenen muss, um solche Situationen, schön formuliert, gewähr oder gewahr zu werden. Ganz ausgezeichnet. Also wie oft muss er sonst Exzellente abblicken? Ja. Frage. Exzellente Frage. Hat so gesehen gar nichts mit Trading zu tun, im Sinne von, ja, was suche ich denn jetzt? Wie ist denn mein Signal? Sondern im Sinne von, wie arbeite ich?
Und das ist eine tolle Frage, weil da sieht man dann eben auch, okay, ich verstehe jetzt so langsam, was ich suche. Jetzt geht es darum, wie ich es finde. Ne? Und das nur zum Thema Counter-Trading. Wenn die Distanz, und das ist jetzt natürlich auch so eine Geschichte, groß ist, sehr weit, dann würde ich in dem Fall auch ab und an mal einen Counter-Trade bevorzugen. Kann man machen. Das nur am Rande zum Thema Counter-Trade. Ne? Das heißt, solche Counter-Trades gehen. Und jetzt sehen wir, wenn das Target ist, um da erstmal auf die Frage oder auf das, was Chris vorher genannt hat, oder machen wir erstmal die Frage und dann gehen wir nochmal auf das Raster ein. Ich checke das um die alle 15 Minuten. Und man kann sich beispielsweise, und das ist auch eine sehr angenehme Methode, man kann sich auch die M15-Charts, alle M15-Charts, die kann man sich auf eine Übersicht bauen, so dass man zumindest sieht, okay, welcher Trend hat jetzt eine günstige Verortung? Das ist immer wichtig. Welcher Trend hat eine günstige Verortung? Und daher ist es echt einfacher zu sagen, man baut sich eine Übersichtsseite. Ne, diese Übersichtsseite, die ist schon wichtig, dass man dann sagt, okay, lass uns einfach eine neue Seite aufmachen und wir packen uns einfach kleine M15-Charts übereinander. Und der einzige Grund, warum ich 12 Monitore habe, ist, weil ich viele dieser Dinger im Blick haben will. Das ist nichts anderes. Wenn man denkt, 12 Monitore, ist der bekloppt, dann verstehe ich sogar. Zwei Monitore Spreads, ein Monitor Skype, ein Monitor Browser und Spotify. Da sind vier Monitore weg. Aber ich habe keinen Bock, ständig Spotify auf und zuzumachen. Habe keine Lust. Das soll immer offen bleiben. Ich höre gerne Musik beim Traden. Manche mögen es, manche hassen es. Ich mag es. So, das heißt, diese Anzahl der Monitore, wie Chris völlig korrekt sagte, ich habe keinen Bock, umzuschalten. Und wenn du dir jetzt überlegst, du hast fünf, sechs Monitore und du hast die auf dem Blick, ja, dann siehst du doch sofort, wo eine schöne Anstichsformation ist. Da musst du nicht 100-mal hier dieses Profil laden und was ist eigentlich und dann gehen wir da durch. Das ist schon ein bisschen bekloppt. Aber es geht vollkommen an einem Laptop. Wer sagt, man braucht 10 Monitore zum Traden? Das geht doch völlig am Kern vorbei. Das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist einfach nur, dass es angenehmer ist zum Arbeiten. Und wenn man jetzt, was das angeht, um da auf die Frage zurückzukommen, sollte man alle 15 Minuten schon mal gucken. Ne? Und wenn eine Formation da ist, so, man kann sich auch Alarme legen. Ne? Wissen viele auch nicht, ist aber wirklich, also jetzt mal wirklich banal. Da müssen wir aber jetzt mal in irgendeinen Trend reingehen, wo die Möglichkeit gegeben ist. M1, M5, M15. So, wir haben einen schönen Abwärtstrend. Läuft soweit. Jetzt sagen wir mal, wir wollen hier oben wieder eine Korrektur. Wir hatten ja das Ziel, immer wieder, wenn er am Band ist, eine Korrektur zu traden. Ne? Hier in dem Bereich, hier in dem Bereich. Und jetzt wollen wir hier in dem Bereich mal gucken, ob da was geht. Nicht immer geht was. Okay? Das heißt, wir kennen die Formation an dem Ort nicht. Es wäre also jetzt fahrlässig zu sagen, wir gehen hier rein, wir gehen hier dann short. Ich weiß doch nicht, was ist denn, wenn sowas passiert wie im Euro-Yen? Zack, zack, zack. Da ist nichts mit Short. Anstich auf der Unterseite und dann in der Regel ABC-Korrektur und was weiß ich nicht alles. Da kann ich dann da auch nicht shorten. Ne? Stichwort Euro-Yen-Long. Das funktioniert doch nicht. Vorausgesetzt also, wir kriegen den hier. Sowas. Das ist eine ganz andere Formation. Aber jetzt sagen wir uns, okay, für den heutigen Tag ist da Möglichkeit gegeben. Rechtsklick, ja, und dann kann man hier unter Handel, Alarm, und dann öffnet sich im Idealfall ein Dialogfenster,
warum auch immer sich das. Ah, okay. Hier ist der Alarm gesetzt. Und jetzt sehen wir hier so einen kleinen Pfeil. Und da kann ich jetzt einen Doppelklick drauf machen. Beziehungsweise Rechtsklick und ändern. Ja, bei manchen funktioniert auch Rechtsklick und ändern. Und jetzt kann ich hier sagen erstmal, okay, Zeit raus. Der Alarm-Alert hört sich immer an, als würde irgendwie gleich ab zurückgeschossen. Ab 5:45 Uhr wird zurückgeschossen, Alarm. Also das ist wirklich, da wirst du jedes Mal erschreckt dadurch. Oder ich habe nur eine Psychose. Ich nehme da gerne News. Hört sich angenehmer an. So, 10 Sekunden reicht, 5 Sekunden Wiederholung reicht auch. Das heißt, in dem Moment, wo der Kurs dahin kommt, ja, kriege ich, was das angeht, dann hier einen Alarm, so dass ich praktisch nicht die ganze Zeit da irgendwie rumeiere und warte, bis das kommt. Im Arbeitsstil kann ich also nur nochmal abschließend auf die Frage antworten: alle 15 Minuten, und am besten hat man wirklich ein oder zwei Monitore, wo man diese M15-Charts gefächert aufteilt auf einen Monitor. Also hier, 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 hier und hier. Und das sind dann in der Regel 5 Stück auf der Seite. Ja, also in der Regel ist es ein, ja, in der Regel ist es eine 5x4 Ansicht mit einem herkömmlichen Full-HD-Monitor. Da kann ich kurz Also mit ergänzen. einem Herkömmlichen. Da kann ich Ja, kurz ergänzen. heraus. Ich hatte mal zwei Monitoren mit A15 Charts, eben um die 30 Forex plus Gold und Silber, also 28 Na, Forex. 15, 20, ne? Das kommt so alles hin, ne? Genau, das kommst du, da kannst du gut wirklich, da hast du hier oben auch den MetaTrader hier, die Schachtelgeschichte, wo der das dann selber so sortiert. Der macht es ja dann auch alphabetisch zum Beispiel, und dann kann man sich auch selber Hier oben, schieben. ne? Genau. Und dann speist es dir dein Template ab, und dann kannst du das super aufrufen. Ich hatte zwei Monitoren mit jeweils 15 rechts und links, und genauso ein Alert. Ich meine, ich habe da auch viel Geld investiert, um so ein Stück weit die Signale, die Information, du hast das jetzt sehr schön eingestellt mit den News, also mit dem Sound, mit der Unterstützung. Ich habe dann direkt so ein Algo programmiert, dass so ein Button direkt aufleuchtet, der mir Das dann Neues. empfiehlt, Trade Entry oder Trade Exit, beziehungsweise war auch schon viel voreingestellt. Ich musste nur noch ja oder nein, und dann hat zum Schluss das Diskretionäre, also das Auge selbst, der Mensch, noch entschieden, ob der Trade Sinn macht im Rahmen deiner, sage ich mal, auch wie du immer so schön sagst, Architektur, also vom Setup, passt das halt wirklich noch, ist das eine Seitwärtskonsolidierung, hat er so, warte mal, wie heißt das gerade? Das fand ich einen witzigen Ausdruck. Wenn er rausspiked, wie nennst du das? Ja, so ein Spike, ne? So ein letzter Haken Genau, irgendwie. wenn er einen Haken schlägt. Oder wenn er den Haken in die verkehrte Richtung schlägt, dann ist es indirekt ja ein Warnsignal, wo du sagst, Vorsicht. Und da soll das menschliche Auge immer nochmal mitschauen. Und das ist eben ganz spannend. Ne? Ich meine, es gibt Hochfrequenzhandelssysteme, algorithmische künstliche Intelligenz, E-Learning. Also die Maschinen nehmen hier mehr und mehr Masse ein, aber der Markt ist in sich, also Preiseffizienz ist existent, klar. Aber er ist in einer gewissen Art und Weise irrational und irgendwo auch ein Stück weit chaotisch. Und da kommen Emotionen, Gier, Angst, das kommt alles da rein, was der Computer so nicht berechnen kann. Und das macht die Börse natürlich spannend, weil wenn wir wüssten, wo die Kurse morgen stehen, dann wird es das ganze Setup, hätte ich fast gesagt, das ganze System, so wie ich es mal nenne, nicht geben. Und da ist natürlich auch das, dass die Zukunft, die Fantasie gehandelt wird, die Idee. Aber wir als Trader konzentrieren uns auf den Moment, auf die Signallage und versuchen eben das ja, in einer gewissen Weise zu antizipieren, wohin da die Reise gehen kann. Und insofern, Dennis, das war nur noch mal so ein Input. Wir, sag ich mal, können ja immer gerne auch mal ins Philosophische abschweifen, aber das machen wir dann eh zu einem anderen Tag und in einer anderen Runde. Aber hier geht es jetzt mehr auch darum, dass du die Leute weiter abholst. Und hier, hast du vorhin einen Live-Trade eigentlich gestartet an der Stelle? Ja, da kommen wir auch. Wir sind ja hier interaktiv. Du hattest auch noch, können wir gleich noch drauf eingehen. Markttechnik 2 sollte ich noch Genau. zeigen. Richtig, recht hast du. Homepage, Markttechnik 2, schauen Sie es an. Und da gibt's auch nicht so viel zu erzählen. Das Schöne ist einfach nur, wenn Sie es über JFD machen, egal ob Sie jetzt Bestands- oder Live-Kunde sind, ist für Sie kostenfrei. Letztendlich zahlt ein Broker das, ein Teil zahlt der Broker. Das wird so ein bisschen an den Broker ausgelagert. Es ist am Ende so eine Art Win-Win-Win-Situation. Der Broker kriegt einen Kunde, wir kriegen einen Kunden, weil der Broker uns bezahlt und der Kunde kriegt es kostenfrei. Umsonst gibt es nirgendwo was. Wenn es aber eine Win-Win-Win, ein Austauschgeschäft ist, was auf fairer Basis funktioniert, dann ist das immer Sharing Economy, wenn man so möchte, oder geteiltes Arbeiten.
dann ist das immer ein angenehmes Ding. Und Korrekt. was ich halt sehr angenehm finde, ist, dass wir nicht sagen, das ist kostenfrei, sondern das ist brokerfinanziert. Da So, und will ich auch mehr kurz oder weniger ergänzen. entsteht, ja, hau raus. Genau, wie gesagt, kurzer Fluss, weil viele immer denken, meine Güte, wenn das mit dem Broker da und zusammenläuft, also der Kunde hat bei uns ja gar keine Nachteile, wenn er jetzt sozusagen über dich das Paket bucht. Also hier gibt es nicht irgendwelche Aufschläge, irgendwelche versteckten Kosten oder so ein Quatsch. Wie JFD nennt man lebt. das? Markup, ne? Genau. Ich meine, es gibt auch Systeme, die haben den Spread und die Kommission inkludiert und dann hast du natürlich einen größeren Spread und dann ist das sozusagen ein Markup. Das gibt Handelssysteme, die funktionieren nicht mit Kommission. Das, sowas kann man darstellen, aber ich sage mal, wir sind ja, sag ich mal, dahingehend transparent unterwegs. Man hat bei uns ganz klar die Commission, den Preis, die Gebühr, wie eine Briefmarke, sage ich immer, bei der Post. Das hast du als Kosten, damit das eben von A nach B geht und wieder zurück. Und das ist ganz transparent. Und dann hast du eben den Core Spread, den macht der Markt und eben, sag ich mal, die Kommission. Das ist letztlich unser Umsatz, unser Gewinn. Und ich sage mal, da ist keiner benachteiligt, wenn wir, wie du schon sagst, Win-Win-Combination-Geschäft. Das heißt, wenn wir dir natürlich da aufgrund eben auch deiner Dienstleistung, die du ja in Kombination zur Verfügung stellst, ja, sozusagen da einfach einen gewissen Split macht. Und das ist einfach eine ganz faire Geschichte und wie gesagt, da hat nie einer Nachteile. Also es gibt sicherlich auch Situationen, wo verschiedene Marktteilnehmer ja, dann eben da auch ein paar bisschen, sag ich mal, Intransparenz sind oder Intransparenz, was ist das für ein Wort? Intransparent. Und dann sozusagen hier tatsächlich da auch ein Stück weit zum Nachteil des Kunden agieren, aber das ist ja nicht unser Anspruch. Am Ende können wir nur überleben, wenn die Kunden Erfolg haben und deswegen ist es uns ja ein Ansinn, dass du uns, Dennis, da auch ein Stück weit abholst. Ja, und das war vorhin, das hatte ich so mit einem Auge drin, dass du eine Sell-Order platziert hattest und siehe da, das Pfund ohnehin ja sehr volatil in den letzten Monaten, hat sich hier sozusagen an das Setup erhalten oder gehalten und das natürlich ganz spannend, wenn wir das nochmal live unter die Lupe nehmen. Neben dem, was du ja natürlich, ich wollte jetzt da gar nicht das abwürgen. Deswegen, liebe Leute, ich habe Nee, es auch alles rein, gut. ich habe es in den Chat reingestellt. Schaut euch den Scalp Trading Plus Bereich an. Das ist genau das Benefit, worum es geht. Drei verschiedene Pakete und da könnt ihr genau dieses Setup auch so ein Stück weit adaptieren auf euren Rechner und dann eben das kostenfreie Paket anklicken und dann seid ihr sozusagen in dem Modus, dass da eben JFD und Scalp Trading mit Dennis hier eben eine schöne Offerte für euch gebaut haben. Und das finde ich sensationell. Wenn sowas Es schon ist ja bei noch mir, nicht mal, es sind noch nicht mal höhere Spreads, irgendwas mehr Kosten oder so, eben kein nicht. schlechter. Es ist alles gleich. Aber der Witz ist, wenn es das vor 15 Jahren gegeben hätte, muss ich zugeben, ich meine, man hat seinen Weg gemacht, ja, es gab damals auch gar nicht, wo ich angefangen habe, gab es ja bei Weitem nicht solche Webinare oder dergleichen. Das heißt, wenn du so ein Paket wirklich hast, da wird dir schon viel Entwicklungs- und Forscherzeit abgenommen. Ja, du hast ja dazu auch noch dein Webinar, was du jeden Dienstag machst. Da auch nochmal der Hinweis, liebe Leute, heute Abend. Dennis macht immer von 19 Uhr, sag ich mal, ist jetzt 19 Uhr, bei der Zeitumschiebung muss ich mal aufpassen, aber du startest dann heute 18 Uhr, 19 Uhr, ich habe hier im Kalender steht 18 Uhr, aber es Eigentlich müsste, steht 18 Uhr jetzt, ne? Cat, genau, das ist aber eine, da haben wir auch gestern die deutschen Zeiten noch anpassen lassen, müssten wir uns mal abstimmen, ob das heute 18 Oder 19 Uhr losgeht, kannst du dir direkt mal sagen, wann startest du heute, also ist das eine Sache von 2 Minuten, dass das aktualisiert ist, ist dein Ansinn, Ehrlich dass gesagt, wir, gute Frage. ja, sollten wir wissen, weil dann können wir natürlich Ja, auch machen wir 19 Uhr. Machen wir wie immer 19 Uhr machen wir wie immer deutsche Zeit, 19 Uhr. weil Das, die richten sich ja nach der deutschen Zeit. genau so ist es. Und das ist eben hier so ein Stück weit Geschwubbel, Gewuppel gewesen, aber ich werde es auf 19 Uhr anpassen. Deswegen, liebe Leute, schaut es auf unseren Webinar-Kalender. Ihr könnt euch auch jetzt schon, da steht 18 Uhr, aber anmelden. Seid ihr heute Abend dann auch dabei, wenn Dennis euch da ein Stück weit abholt. Das geht sogar ohne Buchung des Pakets, aber das Template, wie gesagt, verfügbar, nutzbar, nutzt die Chance, ist auf jeden Fall ein riesen USP und ich finde sensationell, dass du das machst mit uns, Dennis. Frage für einen MetaTrader 5, sind die Templates geplant? Kommt gerade rein. Ja, auf jeden Fall. Perfekt. Also ich denke, also da muss man realistisch sein, bevor man jetzt eine Antwort gibt. 3 Monate Minimum. Aber spätestens Anfang Februar 2020. Das Okay. ist realistisch. Passt, Vorher passt. schaffe ich es nicht. Passt. Also wunderbar. Ist ja die Frage beantwortet. Ab wann, Siegfried? Da haben wir uns jetzt gecrossed, denke ich, an der Stelle. Die Frage wird da sein. Also wer damit mit MetaTrader 5 liebäugelt, wie gesagt, kann da natürlich agieren. Ansonsten MetaTrader 4 passend. Okay, Dennis, weiter. The stage is your. Ich werde mich mal um die Geschichte kümmern in Sachen Webinar. Preisupdate, Webinar, Zeitupdate. Richtig. Ja, stimmt. Wir hatten ein Live-Trade aufgemacht. Es ging ja darum, dass wir hier mit Trading Geld verdienen wollen. Oh, ich bin nur auch müde, Leute. Entschuldigung. Ich habe heute wieder bis 3 Uhr irgendwie an den Charts gesessen.
Ich weiß, manchmal will man, aber Du es ist dann doch Wahnsinniger. Passion und Du ja, Wahnsinniger. es ist, ja gut, darf, ihr wolltet Trader? Der ist Trader. Ja, schon Das recht. ist und es ist so, ne? Naja, was haben wir hier? M15 ist Short und warum habe ich den Trade gemacht? Beziehungsweise wir haben ihn ja schon abgesichert auf keine Ahnung was, hier auf das letzte High. Also hier sollte er nicht mehr drunter, nicht mehr drüber kommen. Hier ist er jetzt durchgebrochen. Ich will, wenn er drüber geht, ist es mir egal. Wir haben einen Short Trade, sind wir eingegangen bei, wo genau sind wir den Short Trade eingegangen? Ich weiß es nicht mehr. 1,67, 73. Warum bin ich den eingegangen? Wir sind auf M15 Short, right? Und was habe ich in der Handelsvorbereitung für den heutigen Tag? Die ist ja immer regelmäßig bei uns um 7:45 Uhr. Da ist mir einfach aufgefallen, dass der hier, und das ist das Schöne, so eine Art Anstich produziert hat. Ist natürlich ein sehr spezielles Setup, Das war ist mir übrigens auch das klar. Wort. Du sagst Anstich. Ich sag dazu Spike oder Ja, irgendwas Stich, oder das war doch das rausspucken, letzte aber das war Buchstabe. das Wort, was mir gerade völlig ein Anstich ist das Wort. Genau, Wahnsinn. Okay, jetzt habe ich es gespeichert. Passt. Ja, der sticht da so die letzten Richtig. Hochs an und zieht Passt. dann Anstich. so total bescheuert, ne? Und das ist ja das Schöne. Auf M5 sieht das ja alles wunderbar bullisch aus und man denkt sich alles Schickikowski. Ja, nix ist da Schickikowski. Das ist, was das angeht, M15 ist short. Ich warte nur drauf, dass, ich sag jetzt mal, die Bullen auf dem falschen Fuß erwischt, oder dass die Mehrheit, wenn man es so ausdrücken möchte, auf dem falschen Fuß erwischt wird. Und das war eben hier, ach, jetzt habe ich den Stop-Loss verschoben. Das wollen wir nicht. Ich muss mal hier kurz was ändern, weil das geht mir ziemlich auf die Nerven. So, das Ding, das ist doch kein Impuls, das ist so eine ganze Staccato-Flagge hier. Ne? So ein Impuls sieht ganz anders aus. Es ist so ein wirkliches Hochgezackere. Man kann sich das auch so, das sieht man auch so schön, das geht eigentlich nur so. Das ist kein Impuls. Das ist scheiße. Na, und wenn du dann siehst, diese Korrektur, die wurde ja hier oben nochmal gespiked. Sieht man das hier? Der ist doch kurz aus diesem Staccato raus. Ja? Und gleichzeitig hat er diese Hochs noch eingeholt. Und das ist für mich so ein klassisches Anstechen. Du hast so eine Staccato-Flagge, die dann kurz nach oben aufgehebelt wird und dann geht's runter. Klassiko. Plus noch diese Horizontalen. Ja, das war so das Setup für, deswegen, meine Mitarbeiter haben mir einfach dieses Setup auch schon vorgefiltert, vorbereitet. Und haben gesagt, Dennis, pass mal auf, lass den Anstich kommen, 1,67,90, klassische Flagge. Und ja, M15 ist short. Wenn die, war, und dann bin ich halt, dann muss man halt warten, bis der Markt auch hier dann auch wieder zurücktaucht. Hier kriegen die, ich sage jetzt mal, bullischen Marktteilnehmer echte Probleme. So, und dann kann man immer noch im Rücklauf rein. Also das entscheidende Kriterium war, M15 war short. Ich habe auf M5 einen sogenannten, hier war sogar ein doppelter Anstich, zweimal Anstich. Ja. Er sticht halt da rein und geht wieder zurück. Ja, das ist eine schöne Geschichte. So, und jetzt blenden wir wieder den Trade ein. Na, manchmal ist auch der Computer an den Belastungsgrenzen, weil im Hintergrund noch tausende Sachen laufen. Naja, und dann hast du halt auch nicht so viel Kontrolle, ne? Dann kannst du halt den Stop-Loss war ja hier drüber eingestellt. Jetzt habe ich den Stop-Loss relativ schnell nachgezogen. Positiv, was an dem ganzen Setup eben ist, ist, dass der Markt hier auch durchgebrochen ist. Ich will auch jetzt tatsächlich gar nicht mehr akzeptieren, dass wenn der Markt diese Kerze hier bricht, dass ich dann letztendlich noch großartig im Markt drinne bin. Das Ganze wurde auf, was weiß ich, was nachgezogen. 90 € ist jetzt auch nicht die Welt, ja. Ich meine, aber ich werde in einem Live-Trade nicht mit 5 oder 6 Lot rumhantieren. Da habe ich keinen Bock auf Lerreden. Also wenn ich mit 5 bis 6 Lot, was ich normalerweise trade, so oder 5 bis 10 kann man sagen. Wenn ich mit 5, wenn ich so, das ist, wenn man so will,
Ich will es nicht degradieren, aber das ist ein fachlich sauberes Signal, aber mit weniger Size getradet. Weil wenn ich dann mit 5 oder 10 Lot unterwegs bin, wo mich ein Pip 50 oder 100 Dollar kostet, da habe ich als allerletztes das Interesse, ein Webinar zu leiten. Dann höre ich Mucke, trinke meinen Kaffee und gucke mir nur diesen Trade an. Weil mit 10 Lot reicht das dann auch. Wenn du dann deine 10, 20 Pips machst, bist du doch durch für den Tag. Aber du hast halt null Interesse, da großartig dann noch zu quatschen, ne? Deswegen, ich muss einen Kompromiss für mich finden. Das ist hier runtergefallen. Ich muss einen Kompromiss für mich finden aus vernünftiger Signalqualität. Aber ich werde jetzt auch nicht so gesehen hier mit meinen üblichen 11 Lot arbeiten, ne? Deswegen ist es, wenn man so möchte, eine etwas risikofreiere Variante für mich, weil ich muss hier Fragen beantworten, durch die Charts Richtig. gehen, dies, das, jenes. Weil wenn ich halt 5, 6 Signale gleichzeitig trade, da ist Ruhe im Karton. Da ist absolute Ruhe im Büro. Da Ne? hast du aber recht. Außer Kopfhörer. Na, das ist schon, da sind zwei Punkte wichtig. Erstmal, was hörst du für Musik, wäre die Frage. Und dann ist natürlich der nächste Punkt, dass das ja ohnehin eine Competition ist im Live-Trading. Wie gesagt, das hast du ja vorhin auch erwähnt, dass ich nicht zwingend erwarte, dass du tradest. Es geht Das vielmehr um war die nice, ja. Vermittlung. Und das ist genau die Procedure, die ich immer raushaue. Genau wie mit unserem Live-Trading morgen mit dem Andreas Müller, der natürlich sehr aggressiv in einem 1-Minuten-Chart scalpt. Aber auch da ist es so, dass ich hier nie voraussetze, wobei der eben, ich sag mal, ein Stück weit crazy ist und da tatsächlich seine 20, 30 Trades zu Teilen abspult. Aber das ist einfach auch individuell. Ja. Jeder hat so seine eigene Beschau des Marktes. Aber wie gesagt, zurück zur ersten Frage. Wie sieht es denn aus? Was hörst du denn eigentlich von Musik so fürs Auditorium? Hier kann ich gleich zeigen, wo ist es? So ein bisschen Personality, was hört denn der denn? Schwankt das auch mal? Ich sage jetzt mal vom Extrem, hier Beethoven, Klassik, bis zu Rock, Pop, keine Ahnung, elektronische Musik. Welches Genre oder wechselst du auch mal die Genres je nach Stimmung oder hast du so dein Daily Sound irgendwie? Das ist natürlich auch eine interessante Frage für den einen oder anderen, der da ein bisschen mit eintauchen will in die Materie. Also ich hab tatsächlich ein Trading-Album. Aha. Also das ist, muss man schon sagen, wenn man wissen will, praktisch was ich gerne höre beim Traden, aber das ist wie gesagt, ja, wirklich sieht man hier, so sieht das Ganze in Spotify dann Wie aus. gesagt, Wobei ich habe noch ein paar Freunde hier musst du drinne. auch nicht machen. Wie gesagt, aber es ist Nee, trotzdem, ist ja ja, ein bisschen das ist private. das, ich guck mal, wir haben Live-Trade offen, der ist 170 Euro vorne, ist doch alles, läuft doch alles. Daher, weißt du, so über Personality ist kein Problem, wenn Business läuft. Das ist tatsächlich so ein Album, wo ich sage, das gebe ich mir in voller Dröhnung, dann wirklich extrem laut. Aber es gibt auch Klassik. Ich höre auch super gerne klassische Stücke. Das kommt ehrlich drauf an, was ich da gerade tue und ob mir das gut tut. Das wäre Ich genau bewerte das eine nur Frage, in der genau. Frage, ob mir das gut tut. Aha. Das ist genau die Frage, wo ich sage eben, bist du da so ein bisschen, aber okay, gibt ja welche, die, also ist ja ein ganz normaler Effekt eben der Vorbereitung, eben auch des Handlings, wie du sozusagen den Tag da gestaltest und sicherlich auch für den einen oder anderen jetzt an der Stelle mal interessant, weil eben, manche hören Musik, manche hören keine, haben irgendwelche Mantras da im Büro. Das hängt natürlich immer von jedem individuell ab. Das ist beim Trading ja genauso. Jeder schaut auch auf den Chart ein bisschen anders. Man versucht es aber eben nur in den Kontext zu bringen und ja. British Pfund Cut, wie gesagt, spannend an der Stelle. Du hast auch in den Pound Pairs, also hier beim Pfund, natürlich gerade wegen der Brexit-Geschichte und den Unsicherheiten enorm starke Volatilitäten untertags. Und das ist ja auch das, was Dennis meinte am Anfang hier mit British Pfund Yen oder anderen Paaren. Wenn der Spread ein bisschen größer wird, dann passiert was am Markt, Unsicherheit. Und dann kommt meistens auch Dynamik und Bewegung auf. Und das ist genau das, wo man sagt, gerade die Pfundpaare haben hier einiges geboten in den letzten Monaten. Und das zieht sich die ganze Reihe durch, ob das Pfund Schweizer Franken, Pfund US-Dollar, Pfund CAD. Aber dann guckst du natürlich immer, wo passt das Bild am besten mit den übergeordneten Timeframes. Und dann eben, wie Dennis schon sagte, das ist diskretionär, aber eben auch der Ansatz, der ihn dann doch unterscheidet von einem kompletten Algorithmus, erfordert dann eben ab und managt den Trade dann auf seine Art und Weise und das macht eben dann doch noch den Unterschied von Mensch zu Maschine. Da haben wir übrigens ja auch einige Themas bei uns hier mit unserer digitalen Vermögensverwaltung oder auch unserem Dr. Friedrich Kowski, der dann auch direkt so einen Vortrag, beziehungsweise das wird er ohnehin dann in Zukunft noch mehr transportieren, im Rahmen eben Mensch versus Maschine versus künstliche Intelligenz, ein riesenspannendes Thema. Aber Dennis, fahr weiter fort. Ich habe übrigens noch eine Frage vom Olaf drin. Die hohen Ja. Spikes aus dem M15 heraus, würdest du auch das Short traden? Sozusagen die umkehrende Doppeltop-Bildung. Ja, das ist, um ehrlich zu sein, das ist eine gute Frage. Ich persönlich mag es mittlerweile
die Spikes im M5 zu handeln oder die Anstiche und in Richtung von M15. Am besten ist es, wenn man so ein Double Spike hat. Ja? Also du hast, was das angeht, das ist das ultimative Premium-Signal auf M15. Da müssen wir vielleicht nochmal den ganzen Krempel hier kleiner machen. Es ist, wie gesagt, auch kein Hexenwerk. Ne? Also es ist auch nicht so, dass ich jetzt sage, oh, das ist eine geheime Geschichte. Wer handelt das denn alles? Das handelt doch kaum jemand. Da musst du doch einen ganzen Tag, und selbst wenn das dann mal irgendein Nebenberuflicher mithandelt, davon geht doch das Marktsignal nicht kaputt. Ja, also, und generell geht ein Marktsignal nicht kaputt. Ja, die Benzinpreise zu Ostern steigen so oder so, ob man das kennt oder nicht. Die Preise Samstagabend für Gemüse werden so oder so vergünstigt. Warum? Weil Sonntag nicht gehandelt wird. Das heißt, es gibt gewisse Marktgesetze, die bleiben einfach. Naja, und am besten ist es, du hast halt hier so einen klassischen Anstich, sowas gefällt mir mal sehr, sehr gut. Ja. Diese Nummer. Und in dieser Nummer hat man dann hier nochmal einen Anstich. Das ist so eine dreifache Kombi. Und da sieht man wieder, es ist nicht so ein Hexenwerk, sondern du brauchst einfach eine sehr seltene Situation. Aber die läuft dann auch. Die Leute wollen immer profitable Trades. Naja, dann warte auf einen zweidreifachen Anstich. Dann kippt der Markt schon in deine Richtung. Zumindest, und das ist der Witz am Trading. Die Leute denken auch immer, ja, da werden jetzt die fetten Gewinne gemacht. Naja, gucken Sie sich doch folgenden Trade an. Woher soll ich wissen, wie tief der jetzt noch laufen wird? Mein TP ist hier unten. Wäre nice, wenn er das macht. Aber er kippt so viel, dass ich meinen Stop-Loss nachziehen kann. Und ja, es gibt Schlimmeres als nebenbei in den ersten 2 Stunden. Das hört sich jetzt pseudo-cool an, wie mit dem Laptop am Strand. Aber es gibt Schlimmeres, als auf 90 nachgezogen da zu sitzen und zu sagen, ja, okay, wenn es echt scheiße läuft, kriege ich 90 Euro und wenn es super läuft, kriege ich, keine Ahnung was, 297 waren das oder 300. Ne? Und dann verbringt man halt so sein Leben. Und dann ist doch auch gut. Und wenn du immer, das ist das Erfolgsrezept. Viele fragen mich, wie werde ich erfolgreich? Da sage ich, naja, wenn du ein Setup hast, wo du zumindest, wo der Markt so viel kippt, dass du vernünftig nachziehen kannst, dann ist alles andere, was danach kommt, on top. Wichtig ist nur, dass du schnell aus dem Risiko rausgehst. Warren Buffett. Erste Regel, verlier kein Geld. Zweite Regel, vergiss die erste Regel nicht. Wobei er jetzt auch kein klassischer Daytrader ist und Warren Buffett ist jetzt auch kein Gott. Also James Simmons ist 20.000 Mal besser. Das ist ein früherer Code-Knacker aus der NSA. Mathematikprofessur, hat einen eigenen Fonds, hat seit 30 Jahren 30% Rendite, nachweislicher Track Record. Der Typ ist so der modernste vom Renaissance Fonds. Also James, ja, James und dann Simons. James Simmons. Können Sie sich mal angucken. Der Typ hat einen nachgewiesenen Track Record seit 1987 mit durchschnittlich 28,75% Rendite. Also diese ganzen Vögel, die immer behaupten, man kann den Markt nicht schlagen, das ist nicht an Zuhörer gedacht. Es gibt wirklich so Leute, so VWL-Professoren, die sagen, der Markt ist nicht schlagbar. Ja, erzählen Sie das James Simmons, der macht seit 30 Jahren 28% pro Jahr. Der sagt sich, du hast deine Meinung, ich habe das Geld. Du hast recht, da, ich habe die Kohle. Da gebe ich dir aber recht. Ja? Ich meine, auch Mr. Dalio ist da ganz bekannt. Da gibt es ja die Top Hedgefonds, Leute, ja. Also Raymond Dalio kennt ja auch jeder wahrscheinlich von Bridgewater oder auch, das fällt mir noch ein, Griffin von Citadel, riesen Hedgefonds, die machen mittlerweile Prices. Citadel, das sind die Götter. Oder Stephen Cohen. Es gibt da echt, das ist tatsächlich interessant, dass du sagst, ich meine, George Soros gehört genauso in diese, oder Doug Miller. Stimmt. Das sind Hedgefondsgrößen, wie du schon sagst, die haben verfügen die über Milliarden Asset Under Management und die haben den Markt langfristig über Jahrzehnte geschlagen, auch mal mit extremen Ausschlägen nach unten und je volatiler der Fonds auch mal mit nach unten. Aber James Simmons hat kaum Drawdown, ne? Habe ich jetzt gar nicht so im Kopf. Aber was ich dir sagen will, ist ja der Punkt, das ist interessant. 80% der profitablen Hedgefonds arbeiten mit Trendfolgesystemen. Das ist wichtig zu wissen. Das ist wirklich wichtig zu wissen. Die gehen immer mit den Trendbewegungen. Und das ist eigentlich etwas, du kannst und solltest von den Großen lernen. Das ist eigentlich eine geile Botschaft, eine geile Brücke, die wir hier irgendwo bauen an der Stelle. Und wer sich mit der Thematik beschäftigt und ja, was ist am Markt möglich? Ja, Ich gehe raus mit den 240. Kannst du nicht auf den Take-Profit laufen? Da ziehst du sogar vor dem Take-Profit die Leine. Ist ja interessant. Ich hätte es durchgehalten. Ja, weil wir hier
direkt an meinen Pivotpunkten sind. Ah ja, also so hat jeder seine, ist auch die Frage, mit welchem CAV hast du jetzt gearbeitet? 3 zu 1, 2 zu 1, war das3 mathematisch zu 1. perfekt? Das ist für Trendfolgestrategien das Must-Have an der Stelle, weil man eben hier mit Trefferquoten von unter 50, teilweise unter 40% agiert, die Trefferquote gar nicht so hoch. Das heißt, du brauchst hier ein CAV, was das Dreifache deines Risikos in der Regel verdient. Und wenn du das schaffst, bist du mit Ist aber auch ins Sicherheit TP fit. gelaufen hier, ne? Ich So hätte, wie gesehen. gesagt, ich hätte darauf spekuliert, muss ich ehrlich sagen, weil da kam jetzt so viel Momentum rein, das war so geil. Verzeiht den Ausdruck, aber auch du hast ja relativ deutliche Sprache. Das ist aber auch gar nicht schlecht. Ja, Wir sind ja muss. nicht auf dem Ponyhof, aber da gebe ich dir wirklich recht. Das Momentum rein durchhalten, aber das CAV ist schon extrem wichtig. Hast du super gemacht, Trade ging super auf. Was will man mehr für so ein Live-Trading-Day, wenn das genauso abspult, wie es eben funktioniert? Es gibt auch viele andere Maßnahmen, aber da ist ja genau die Vorgehensweise die, dass man sich ein Stück weit orientiert, auch den Trade eben dann den Stop begrenzt, das Risiko eingrenzt, um seine Chancen zu erhöhen. Und ich meine, das ist natürlich ein lebendes Objekt, aber zurück zu den Fonds, damit sind wir durch. An der Stelle ist es Ja, eben du wirklich wolltest da noch wichtig, was sagen. genau, dass die Hedgefondsmanager eben tatsächlich in Masse auf Trendbewegung gehen. Und das sind die profitabelsten Systeme. Da gehört auch der Buy-and-Hold-Ansatz natürlich von Aktien dazu, die tendenziell in den letzten Jahrzehnten oder Jahrhunderten vielmehr von links unten im Chart nach rechts oben laufen. Das ist dem kapitalistischen System der Inflation und einem anderen geschuldet, dass die dynamischen Zahlen weiter wachsen. Aber grundsätzlich mit dem Trend zu gehen, das tun auch die Hedgefondsmanager, die natürlich vielerlei, sage ich mal, Möglichkeiten haben, am Markt zu agieren. Wie Citadel ist mittlerweile nicht nur ein Hedgefonds, sondern auch Liquiditätsanbieter. Und die sind auch im Forex-Markt aktiv, die sind auch im Aktienbereich aktiv und stellen Preise für gewisse große Aktien, weil sie so viele Aktien besitzen, dass sie schon Pricings machen können. Also das ist mittlerweile schon wirklich krass. Ich meine, BlackRock ist genauso eine, gab es ja auch unlängst mal eine starke Doku dazu. Das sind schon Finanzinstitute, die schon mehr als nur einen Einfluss haben. Aber interessant, wenn sie vorgehen, gehen sie in Richtung 80% und mehr auf Aber Trendfolge. warum machen Sie das? Das ist doch die große Frage. Naja, weil es Trends schon immer gab, gibt und vermutlich immer geben wird. Das ist kein Phänomen, das ausstirbt. Nehmen wir mal an, ganz simpel. Friday Gold Rush Strategie. Freitag neigen die Goldpreise zum Steigen. Das ist zum Beispiel so eine klassische quantitative Strategie. Exakt. Aber für den Markt ist das völlig, und dahinter stehen auch gewisse Zwänge. Kann auch sein, alles schick. Wochenendrisiko, Aber da wenn kommt der viel Markt, dazu. das, genau, Risikoabsicherung vorm Wochenende und so weiter und so fort. Mag ja sein. Ganz ehrlich, ich gebe Ihnen eine zweite Sache. Mittwoch, Dow Jones. 8 Uhr long, 22 Uhr raus. Funktioniert auch über die Jahre. Mittwoch ist ein Long-Tag im Dow. Wissen viele gar nicht. Ja, nur es ist eine Gesetzmäßigkeit, die sich auch verändern kann. Die Frage ist nicht, haben wir eine Gesetzmäßigkeit? Ich habe tausende Gesetzmäßigkeiten, wirklich tausende, wo ich dir sagen kann, Mittwoch neigt der Basiswert zum Steigen. Hier, im DAX, alle Tage bis auf Donnerstag neigt der DAX nachmittags, abends eher, in den Abendstunden eher dazu zu steigen. Woher das kommt, spielt keine Rolle. Ja, nur ne, bleiben wir bei Gold. Freitag ist Gold-Long-Tag. Okay, feel free. Wenn sich das jetzt aber verändert, auf Montag, auf einmal ist Montag der Gold Long Day. Ist der Markt kaputt? Gibt es dann keine Impulse oder Korrekturen mehr? Nein, das ist dem Markt scheißegal. Dann steigt er eben Montag und nicht mehr Freitag. Das ist der große Benefit von Trendfolgestrategien. Man weiß, dass diese Phänomene sich nicht so verschieben, nicht kaputt gehen. Trends gab es, Trends gibt es und Trends wird es vermutlich immer geben. Aber eine Eigenschaft, dass ein Basiswert an einem bestimmten Wochentag, wie zum Beispiel Freitag oder Montag oder am ersten Handelstag des neuen Monats, was auch immer. Wenn das sich verschiebt, funktioniert der Markt weiterhin wie bisher. Und das ist der Unterschied zwischen eben Strategien, die konstitutiv sind. Also Trendfolge ist konstitutiv. Das ist im Markt, das ist der Markt selbst. Der Markt besteht aus dieser Trendfolgeeigenschaft. Ja, und die bleibt auch da. Und das heißt, wenn man Strategien hat, die man in Trendrichtung macht, es kann sein, dass man 2, 3 Tage keinen Trend hat. Aber irgendwann kommt wieder ein Trend und dann kommt auch ein Signal. Und deswegen sind diese Trendfolgestrategien so essentiell, weil es keine Phänomene sind, die kaputt gehen. Trends gab es und das sollte man sich immer bewusst machen.
Ja, Trends gab es, Trends gibt es und Trends wird es immer geben. Deswegen sind diese langfristigen, profitablen, professionellen Hedgefonds auf dieses Phänomen aus. Wachstum. Weil eben dieses, die können doch nicht eine Strategie laufen lassen und sagen, wir setzen alles dahinter, dass der Donnerstag stark ist im Euro-Schweizer Franken. Ja, dann ist der Euro-Schweizer Franken 3 Jahre da stark. Dann funktioniert auch 3 Jahre die Strategie. Ja, nur dann ist er dann auf einmal Freitag stark und was dann? Aber da Dann muss ich ist die sagen, Strategie. das ist schon geil. Aber da hast du ja praktisch E-Learning und Machine Learning. Das ist auch eine Geschichte, wo ich da mit einem anderen Partner an der Fuzzi-Logik arbeite. Da geht es eben um Wochenstärke. Da gebe ich dir vollkommen recht. Oder auch Korrelation. British Pfund, Euro, US-Dollar liefen teilweise wie gespiegelt über viele Jahre. Und wenn einer ausgebrochen ist, hat es der nächste nachgemacht. Gegenwärtig überhaupt nichts an Korrelation. Und auch der Freitag Gold Bullish oder September generell ein bullischer Monat. Das sind alles Sachen, die man statistisch eben bewerten kann. Ich liebe ja auch Saisonal Trading. Wer da Interesse von euch hat, kann da auch gerne an unseren Support sich mal wenden. Da habe ich auch noch ein interessantes Geschmäckle, ein schönes Angebot. Aber Saisonal Trading ist auf jeden Fall hochspannend für mich, auch für gerade mittelfristige Aktionen, um einfach interessante Setups zu identifizieren. Aber das ist immer die Sache, der Markt, ob das jetzt Ichimoku ist, sind auch alles nur gleitende Durchschnitte, oder Rainbow, oder Markttechnik, oder Elliott Wave. Man hat so mehr oder weniger seine Faszination, sein Tool rausgefunden, mit dem man leben kann, das man auch liebt, oder man ist Counter-Trader, man handelt Divergenzen, man shortet immer Auch schön, ja, Divergenzen. das ist ja, ich liebe Divergenz, muss ich ehrlich sagen, das ist etwas ganz Feines, aber auch kein Garant. Letztlich muss man sich immer, und das ist ganz wichtig, übers Risiko absichern, das Risiko definieren und dann hast du auch schon genau das Chance-Risiko-Verhältnis, mit dem du als Trendfolger auch arbeiten musst, um überhaupt profitabel zu sein. Da kommt eins zum anderen. Aber pass auf, Dennis, wir sind hier schon relativ lange im Pulk. Komm am besten dazu, den Trade hier nochmal so ein Stück weit zu finalisieren. Wie gesagt, das Angebot haben wir vorher noch angesprochen, kommt per Nachgang im Mailer sowieso an euch alle raus, wenn die Aufzeichnung dann hochgeladen ist. Und ja, lass uns dann einfach nochmal hier erleben. Genau das, was du jetzt hier So, wir können doch nicht noch gezeichnet 10 Stunden hast. hier Ja, sitzen, das ist mir Chris. Du klar. sagst alle Das deine ist mir Termine klar. ab. Das ist klar. Wie Chris. gesagt, da kommen wir auch drauf, kann man vielleicht an der Stelle durchrouten. Wir haben ja ein Live-Trading-Room mit Markus Klebe, der wird in Kürze auch noch ergänzt durch Andreas Müller. Und auch Dennis ist hier vorgesehen, dass er hier nicht so hochfrequent wie die anderen beiden, aber dass er auch auf jeden Fall untertags. Das sage ich auch schon wieder, Dennis, danke, weil ich sage mal, das ist natürlich dann ein geiles Team, was wir da aufbauen. Übrigens seid ihr alle aus dem Raum Berlin, da habe ich eh schon den ein oder anderen Event vor Augen. Aber grundsätzlich haben wir da im Prinzip immer zwei, drei Leute dabei, die jeden Tag immer wieder mal wechselnd ein Stück weit Einblicke liefern in oder rund um ihre Vorgehensweise. Und das ist natürlich hochinteressant. Und Dennis, da sind wir noch nicht so weit, aber wir kommen da auch nochmal hin, dass du da einmal die Woche, alle 2 Wochen mal als Gast mit am Start bist, um sowas wie heute zu machen, eben so einen klassischen Live-Event, einfach mal über die ja, Schulter schauen, was du so treibst. Also nochmal, Mike ist für dich. Ah, übrigens, lässt du News übrigens außen vor, Dagmar an der Stelle, sehe ich gerade. Übrigens schon mal ein Danke, Marco hat das Webinar schon verlassen müssen aus zeitlichen Gründen. Dagmar sagt Danke, Quatsch, Marco sagt Danke und Dagmar fragt, ob du News völlig außen vor lässt bei deiner Analyse. Gute Frage. Ich schaue mir den Wirtschaftskalender an und gucke mir an, wo sind die planbaren News. Also 10:30 Uhr Bruttoinlandsprodukt England wird veröffentlicht. Als Beispiel. Nicht heute, als Beispiel. 10:30 Uhr, Der 8 Uhr Klassiker. Nachricht. Ja. So, der Klassiker. Also entweder Bruttoinlandsprodukt, Non-Farm Payrolls oder Notenbankentscheidung. Mehr gibt es ja nicht. Ne? Es gibt drei Sachen: Notenbank, BIP Wobei, und lass mich Arbeitsmarkt. kurz ergänzen, absolut, aber gerade England ist ja bekannt für die 10:30 Uhr News. Also in England, du hast immer da, also gerade aufs Pfund bezogen, hast du in der Woche zwei, aber also auf jeden Fall zwei, meistens auch 3 Tage, wo um 10:30 Uhr irgendwelche Inflationsdaten, irgendwelche Wirtschaftsdaten, irgendwelche, ja, Inflation, Länderbezug, richtig. genau. Da, also da ist das Pfund 10:30 Uhr mal so im Hinterkopf halten, das ist auf jeden Fall eine Primetime fürs Pfund. Also nicht wundern, wenn es da 5 Minuten vorher oder eine Viertelstunde danach sehr wild wird. 10:30 Uhr gerade auf die Pfundpairs bezogen ist, aber man hat Volatilität auf der anderen Seite. Also das ist an der Stelle auch Das ist der Vorteil, 10:30 Uhr, da ist die Ola. Naja, und wenn man sich das jetzt überlegt, was kann ich denn mit diesen News anfangen? Wenn man es kurz und bündig macht, und da will ich das jetzt, weil sonst könnten wir auch noch 3 Stunden darüber unterhalten. Für diesen diskretionären Ansatz, den wir gerade betrachten, in der Form, kann ich nur sagen, ich will nur wissen, ob, wenn ich reingehe oder kurz danach, irgend so eine Hardcore-Nachricht veröffentlicht wird. Die anderen Nachrichten, also beispielsweise, ich bin schon in einem Trade
Und jetzt kommt irgendeine Nachricht rein. Der Markt ist so, also durchschnittlich kann ich Ihnen jetzt schon sagen, innerhalb von 3 Sekunden sind alle Trades abgewickelt, die mit dieser Nachricht zu tun haben. Maximal 3,34 Sekunden. Früher, vor 6 Jahren, waren es noch 7 Sekunden. Als Beispiel, Flugzeug einer Airline stürzt leider ab. So. Oder es gibt einen Anschlag auf diese Airline oder die Airline stellt fest, die Triebwerke sind nicht sicher. Als Beispiel. Dann kann man sagen, dass die Algorithmen innerhalb von mittlerweile nur noch 3 Sekunden A, die Nachricht verarbeiten. Also innerhalb der 3 Sekunden werden die Nachrichten gelesen, verarbeitet, Positionen abgesetzt und wieder geschlossen. Wenn man jetzt bedenkt, dass ein normaler Mensch 5 Sekunden braucht, um überhaupt zu raffen, was da los ist, Stichwort, was steht da, dann kann man schon sagen, die News ist weg oder eingearbeitet in dem Moment, wo man sie sieht. Daher gilt der Wirtschaftskalender für mich nur da, dass ich mich schütze, weil dieses Setup in der Konstellation, nehmen wir mal an, ich würde hier reingehen, ja, wo ich auch reingegangen bin, war ja heute Live-Trading, sehen Sie ja hier oben auch Live-Konto, also kein Demo, alles hat seine Ordnung. So, in dem Moment, wo ich dann hier, was weiß ich, hier reingehe, ja, dass nicht 2 Minuten später Boris Johnson eine unfassbar wichtige Pressekonferenz macht zum Thema Notenbankpolitik und wie er die Notenbank abschaffen will. So, das zu Marktverwerfungen führt. Und 1 Minute später kommt noch englisches Bruttoinlandsprodukt. Weil dann hast du in 1 Minute gleich so einen Impact, dass du sagst, komm, scheiß auf den Trade. Es hat keinen Sinn. Nachher kriegst du so einen Move reingedrückt und du stehst da mit deinem Short. Alles hat gepasst, aber die News hat es dir kaputt gemacht. Es ist also wichtig, dass einfach keine News in den nächsten 15 Minuten kommen, wo ich aktiv sein will. Das ist die einzige Funktion erstmal für das diskretionäre Trading. Ist ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber jetzt weiß man auch warum. Und bei dem Rest, und jetzt siehst du auch, mehrere, hier nochmal ein kurzer Hinweis, Chris, hier siehst du meine Pivotpunkte. Die sind übrigens auch im Markttechnik-2-Paket. Das sind spezielle Pivotpunkte, die einen statistischen Hintergrund haben. Und jetzt siehst du, warum ich das im Prinzip mit dem Trading verwende, weil es gute Take-Profit-Zonen sind. Und du siehst in dem Moment, viele benutzen ja den Pivotpunkte mit S1, S2, S3. Ich habe das als Zone. Hier sieht man das eher als Zone. Das heißt, hier das Ganze ist S2. Das ist wirklich kein Hexenwerk. Das ist S2. Aber es ist auch Ja, wichtig danke. des Wissens um die Pivots, weil in der Tat ist das für das Intraday-Trading schon gespannt, auch von der Range her ableitend. Der Pivotpunkt ist ja sozusagen immer der Fingerabdruck des Vortages, dass man sich da immer in einem schönen Verhältnis befindet. Das ist sehr wichtig auch zu wissen. Ein guter Punkt auf jeden Fall. Aber da siehst du Ja, das. weil hier ist der Trade vorbei. Weißt du, wenn ich short, Genau. wenn ich long sein würde, weiß ich jetzt schon hier oben im R2, ich sag mal so, die R2 und S2, so wie ich sie jetzt berechne, sei es mal drum, das sind die TP-Zonen. Und es gibt eben auch genügend Fälle, da dippt er in den oberen S2 und buff, geht er nach oben. Und das Klar. sind dann so Fälle, wo ich dann sage, egal, Mann, 220 € 2 Stunden nebenbei Live-Trading gemacht, JFD ist zufrieden, die Leute sind zufrieden, ich habe mein Geld gemacht, gut. Ich muss jetzt nicht brechen bis nach unten. Weil das ist dann immer wieder, du zwingst, zwingst, zwingst. So, ich habe die Kohle gemacht, es war ein grobes 3 zu 1, that's the game. Next trade. So, vielleicht heute noch 2 Trades und dann ist der Tag für mich auch rum. Und heute kommt wieder Dienstag. Ich gucke ganz gerne manchmal Höhle der Löwen. Ist ganz interessant. Also, wenn man so guckt, wie die das so präsentieren, ist ja auch wirklich ein unglaublicher Erfolg, diese Sendung. Einer, der hat, glaube ich, so Wetten, dass abgelöst. Jeder spricht drüber, jeder kennt das. Jeder kann sich eine Meinung dazu bilden, braucht man das Produkt oder nicht. Und heute Abend, wenn man dann mal sagt, Mensch, Höhle der Löwen ist ein nettes Tool, ist jetzt auch eine Entertainment-Show. Ich will jetzt da keine Werbung machen für irgendein Fernsehformat oder wie auch immer. Aber wenn man dann einen Plan für heute Abend hat oder der eine geht klettern oder der andere sagt, hey, ich will Zeit mit meinen Kindern verbringen oder dies oder Da jenes, kommt, völlig, völlig richtig, völlig cool, dann bist du durch.
Das ist, du brauchst ja, aber wenn du eh schon bis 3 wieder letzte Nacht am Monitor warst, das ist eh gut. Wenn ich ablenkst, und Höhle der Löwen ist gerade für Unternehmer oder auch für Innovation, das ist auf jeden Fall spannend. Aber an der Stelle, gerade weil du sagst, da gibt es auch so einen Scam nach dem Motto, da wird häufig auch so eine Sendung, sehr populär, was auch immer das jetzt sein, Höhle der Löwen auch als jüngstes Beispiel genutzt, um sozusagen Bitcoin-Trading zu pushen. Da wird irgend so ein Typ hingestellt, der angeblich eine Bitcoin-App da erfunden hat, mit der man Geld verdient, und der Frank Dehmel oder irgendeiner von denen lädt sich das runter und verdient während der Sendung, dabei gab es die Sendung gar nicht, irgendwie 300, 400 € und Geld verdienen leicht gemacht. Und das ist eine Riesenscheiße hinten raus. Ich habe das einfach mal verfolgt, dass du dann eben an irgendeiner Pommesbude vom Broker landest, der dich dann wirklich abzockt mit irgendwelchen Produkten, und die Marketingseite, ja, die Höhle der Löwenseite, das ist wirklich ein Fake, ein Scam, das ist ein übelster Farce am Ende des Tages. Deswegen passt da auf, Leute. Also, es ist echt was, wo man sagt, das Internet ist wirklich voll von irgendwelchen dubiosen und auch fadenscheinigen Geschichten. Aber sehr interessant. Guck mal, gerade Schwarzer Franken hat sich komplett gedreht. Aber ja, jetzt schweifen wir ein bisschen ab. Wie gesagt, ich will an der Stelle sagen, hoffentlich konntet ihr einiges mitnehmen. Dennis, du kannst gerne noch mal ein Stück weit hier den Markt scannen und unter die Lupe nehmen. Aber ich denke, wir sind bald 2 Stunden auf dem Ether. Der ein oder andere ist schon vom Stuhl gefallen. Aber ich hoffe halt, viele konnten jetzt hier auch was für sich Ja, aber mitnehmen. es gab Geld. Ja, und das, obwohl du noch Wir haben nicht mit in 2 Stunden Rolls-Royce aber gehandelt 100 hast. Euro pro Stunde. Das ist doch ein super Stundenlohn. Ja, aber man muss auch realistischerweise sagen, es gibt eben Tage, wo du auch mal nichts verdienst, wo man auch Verlust macht, Ich und mache das jeden ist die Tag, große. mache keine Verluste. Ach, so ist Verluste macht das. es ein professioneller Trader. Da sind wir wieder Nur beim. Profi. Jeder Trade muss ein Gewinn sein, und wer Verluste macht, ist einfach ein Anfänger. Verluste Aha. gehören nicht zum Börsengeschäft. Wow. Puh. Die erste Regel ist nur Gewinne machen und Verlust kein Stop-Loss Da setzen. muss Das ich ist dich, da muss ich jetzt aus dem, da muss ich dich jetzt aus dem Webinar werfen. Das ist ja höchst scammig, was du da raus hast. Aber ja, genau so ist es. Es gibt eben Leute, die wirklich sagen, ey, wir machen nur Gewinntrades hier, 1000 Trades in Folge, alles gewinnen. Also, liebe Bitte, das Leute, ist ein Durchgeeiere. das Das ist ist so weit wirklich weg. schwierig, und Ja, Verluste gehören klar. Stop setzen, Stop setzen, Stop setzen, schnell nachziehen, Das ist das Ironie Schwierige. nicht wahr. Du kriegst ja Es ist das Ohrfeigen. Schwierige. Du Es kriegst. ist schwer. Genau, du kriegst Ohrfeigen vom Markt. Das ist genau das, wo du sagst, der Markt, Oh und da ja. kommen viele nicht klar. Das ist dann, oder auch der typische, sage ich mal, Retail-Fehler, also Einsteigerfehler, den Stop dann immer weiter wegziehen und eben Position im Verlust vergrößern. Negative Pyramide. Das führt zu 95% oder mit Verlaub zu 99% mittelfristig zu einem Kontocrash. Das ist einfach so. Das geht 10 Mal, das geht 20, das geht 30 Mal gut. Und man sagt, ey, geil, jetzt habe ich den heiligen Gral und von wegen Stop-Loss setzen. Ich halte das einfach durch. Und dann kommt Tag X. Und dann ist die ganze Performance von 3 Jahren aufgeraucht. Also, da hat jeder schon seine Erfahrungen sammeln müssen. Ich habe auch mit Hedging schon viel versucht, damals in früheren Zeiten. Hedging macht nur einen reich, und da will ich mich gar nicht beschweren. Der Broker verdient gutes Geld, weil du auf beiden Seiten Kommission erzeugst und dann auch noch Swaps teilweise generierst, die überflüssig sind. Und Hedging klingt erstmal spannend, und auch man kann Hedging, wenn man wirklich ein riesiges Portfolio macht und auch einen langfristigen Term hat. Aber beim Daytrading oder im kurzfristigen Bereich hier rum zu hedgen, ganz ehrlich, das ist weit weg vom realistischen Trading. Aber da will ich jetzt auch schon gar nicht wieder zu tief abtauchen. Wir sind ja so ein bisschen jetzt da von einem ins andere gekommen. Aber Neuseeland-Dollar, US-Dollar, Eine auch Sache noch. herrliches, herrliches Setup. Schau dir das an. Ja, wir hatten hier auf M15 einen Short Trade, einen Short Trend. M15 war Short. Super. Und man sucht sich wieder so eine Art Anstiegsvariante auf M5 in diesem Bereich. Ja, also wenn der Kurs da oben umreiert und man kriegt so eine schöne Anstiegsformation wie hier oben. Hier sieht man auch diesen kleinen Hüppel hier. Das ist ein hervorragendes. Das ist im Prinzip das British Pfund Setup, was wir getradet haben, nur halt im NZD-US-Dollar. M15 ist short, wir sind im Band oder Exakt. drüber, wir haben auf M5 einen Anstich, und dieser Anstich auf der bullischen Seite, wo man ja früher wäre ich hier long gegangen, hätte gesagt, ja Wolleck, M5 ist long, wir müssen da rein, bullische Flagge. Nee, 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 M15 ist short. Das heißt, das will ich nochmal, weil wir am Ende angekommen sind, 10:30 Uhr ist ja hier das Ende. British Pfund, Kanadisch Dollar, NZD US-Dollar, ein und dieselbe Trade-Architektur. Sieht zwar ein bisschen anders aus, aber vom Grundprinzip ist es dasselbe. Und Du das wartest auf einen Anstich auf M5 in M15 Richtung. Und das ist das Entscheidende. Da können wir auch gern, also Michael Vogt, muss ich sagen, kennst du ja sehr gut, kenne ich gut. Also mittlerweile Ja. Buddies. Früher, wo ich das Buch gelesen habe, war noch weit weg von mir. Aber Michael hat da wirklich ein richtiges Manifest, und da geht es auch um die Duplizierbarkeit. Du musst einfach eigentlich das, und dann wird Trading in einer gewissen Art langweilig. Korrigiere mich, wenn das falsch ist, Dennis, aber in der Regel. Ist so, ist so. Und wenn du aber an dem Punkt bist, dass Trading wirklich ein Stück weit langweilig wird und du im Prinzip eigentlich das Gleiche immer abspulst, aber darum geht's, du musst
Videos duplizieren. Und auch wenn, wie gesagt, beim Rainbow Trading oder eben jetzt bei Markttechnik 2.0, wie es der Dennis nennt, du hast ein Setup, was du suchst und du interpretierst hier nicht groß rum. Oder du hast einen DAX und du interpretierst jetzt im M1, im M5, im M15 oder dann, wenn du MetaTrader 5 Da hast, kannst warten du wir das auf auch. einen bullischen Anstich, Genau, ne? kannst du aber auch im M3 kannst du auch handeln beim MetaTrader 5 oder M7, was auch immer. Die Zeitreihe ist eigentlich egal. Aber wichtig ist, dass du was findest, was suchst, was du adaptiv immer duplizierst und jetzt nicht irgendwas interpretierst. Na, das könnte und das wäre. Und dann bist du genau gleich oben. Das Underlying, ob das DAX ist, Neuseeland-Dollar, US-Dollar oder Katschwarzer Franken ist, ist eigentlich völlig Wumpe. Aber hier hast du ja nochmal eine DAX-Idee gerade in dem Moment und durchaus spannend. Die können wir ja mitnehmen. Die könntest du heute Abend, liebe Leute, ich share euch den Link übrigens rein, weil unser Team hat die Können wir gucken, was draus Webseite geworden schon ist, ja. angepasst. Die Uhrzeit ist schon angepasst an Dennis an der Stelle. Dass wir sozusagen das dein Event sozusagen dann mal pushen, wo du dann heute Abend hast, dass du da praktisch die Teilnehmer mitnimmst. Jetzt machen wir das gleiche wie im NZD US-Dollar auch, nur umgekehrt. Der ist jetzt da unten langsam drinnen und jetzt ist da natürlich ein Anstieg zu erwarten oder zu, nicht, nicht zu erwarten, abzuwarten, ob er das da macht und dann kann man sich da reinarbeiten. Ist das gleiche hier in Grün. Wie gesagt, ich koche nur mit Wasser, Leute. Das ist ernsthaft. Ich koche nur ein bisschen länger mit Wasser, aber es bleibt Wasser, ne? Absolut. Einige Bemerkungen dazu. Vielen Dank, dass Sie da waren, meine Damen und Herren. Wenn Sie Interesse haben, gehen Sie auf scalp-trading.com. Wenn Sie sich für JFD interessieren, Sie haben keinerlei Nachteile. Sie können das Paket da nutzen. Keiner wird Ihnen den Hals umdrehen, wenn Sie keine Trades machen. Im Gegenteil, handeln Sie da erstmal auf Demo, machen Sie defensiv. Es ist, was das angeht, ein gutes, ehrliches Paket. Soweit ich stehe da mit meinem Namen dahinter und ich kann mir ins Gesicht schauen, das ist völlig in Ordnung. Schauen Sie sich das einfach mal an, wer systematisch arbeiten will. JFD generell, Expansionskurs. Man ist wirklich bemüht, hinter dem Trader zu stehen. Und man ist nicht nur bemüht, sondern man steht auch hinter dem Trader. Wie häufig, also es ist nicht häufig, aber es gibt manchmal Fälle, da muss ein Broker Kulanz zeigen, weil vielleicht was technisch nicht funktioniert oder weil irgendwas. Bei JFD kümmert man sich schon und es ist einer wirklich von ganz wenigen Brokern, wo ich sage, hey, die wollen nicht nur Show, sondern die wollen was Ordentliches. Daher hat mir das sehr Spaß gemacht, auch für JFD das hier zu machen, keine Frage. Wir werden das mit Sicherheit wiederholen. Für heute sind wir am Ende angekommen. 10:30 Uhr hat der Herr Kämmerer, Chris hat es schon gesagt. Der ist ja auch noch mehr in der Pipeline und wir werden da in Gesprächen bleiben. Ein Absolut. Trade ist halt gewesen, war gute Sache. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und ich verabschiede mich und wünsche Ihnen sehr viel Erfolg und wahrscheinlich sehen wir uns dann eh wieder. Wunderbar. Also danke für die Worte an der Stelle, Dennis. Kann ich mich nur anschließen. Wie gesagt, wir haben uns gefunden, kannten mehr oder weniger schon seit mehreren Jahren kannten wir uns, aber ich bin echt froh, dass wir da jetzt auch company-technisch den Zusammenschluss gefunden haben. Und da kommt noch mehr, liebe Leute, bin ganz sicher, das ist ja eh das, was wir machen. Ich habe auch den Link direkt mal reingestellt für heute Abend. Da kann ja Dennis dann den DAX entsprechend auswerten. Für alle, die Interesse haben, das ist auch kostenfrei registrierbar. Meldet euch da an. Da ist praktisch immer die Marktbeschau jeden Donnerstag von 19 Uhr. Wir haben ja die Zeit just vorhin mal korrigieren lassen und das ist auf jeden Fall spannend. Nico, wenn du schon Kunde bei uns bist, da kannst du dich auf jeden Fall auch an Dennis wenden. Da wird es auf jeden Fall Möglichkeiten geben im Rahmen des Pakets. Also da sind wir sicherlich auch kulant im Rahmen eben ja, der Abklärung dessen. Also um Gottes Willen. Ich hoffe und ich kriege das Feedback rein. Danke, Birol, danke, Olaf. Jawohl. Dagmar, Nico, Thorsten, Thomas, Christopher, was haben wir hier alles noch? Horst, also unglaublich viel, der Raum war groß. Ich sage erstmal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, für die Anteilnahme. Und wie gesagt, dass das ein Trade-Winner war, nice to have. Du hast nicht mit voller Sales gehandelt, du warst trotzdem dabei, hast gezeigt, wie du vorgehst, hast das lange ausschweifend erklärt, hast dann sozusagen deine ja, Absicht umgesetzt, die Duplizierbarkeit bewiesen. Und wie du sagst, jetzt du zeichnest ja auch fleißig weiter. Es gibt viele Möglichkeiten, hier den Markt auch zu scannen. Man braucht natürlich Zeit und die Zeit muss man sich natürlich auch erarbeiten, Schrägstrich. Das muss dann einen gewissen Revenue haben. Deswegen ist es natürlich auch zweckmäßig, dass man hier mit entsprechenden ja, Volumen dann arbeitet, wenn man es ernst meint. Weil ich meine, wenn man 10 Cent am Tag verdient, das ist okay. Gerade zum Lernen ganz wichtig, aber langfristig profitabel kann man oder davon leben, ist natürlich wieder eine ganz andere Geschichte, weil dann kommt die Steuer dazu, das Unternehmenscase dazu und. Aber Trading selbst ist eine hoch herausfordernde Tätigkeit und deswegen umso mehr den Dank, Dennis, dass du uns da, wie gesagt, abgeholt hast. Ein Stück weit, ich finde es halt witzig von dem Trendfolgeaspekt.
wo ich ja auch schon relativ früh aufgesprungen bin in meinen Zeiten und dann eben, ich hatte damals multiple gleitende Durchschnitte, so nannte sich das. Und Lars, also unser CEO von JFD, hat ja dann das Rainbow Trading groß gemacht nach der Finanzmarktkrise hier in Deutschland. Und ja, witzig auf jeden Fall, Stimmt, dass ja. wir alle aus dem Traderkreis kommen und so soll es auch bleiben. Und ich hoffe, wie gesagt, euch hat es gefallen. Wenn ja, gebt uns gerne positives Feedback, auch was können wir besser machen, was wünscht ihr euch fürs nächste Mal. Ich bin da offen, ich habe natürlich auch Kontakte zu vielen anderen Tradern. Wenn ihr euch irgendwas wünscht, wenn ihr irgendwelche Vorlieben habt, teilt uns das doch mal mit. Wir sind, wie gesagt, da auch auf eurer Seite, weil ihr seid ja praktisch unser Kundenstamm. Und ja, je erfolgreicher ihr dann auch seid am Ende des Tages, desto besser ist es für alle Beteiligten und für euch insbesondere. Insofern arbeitet an euch, an der Psyche, an den Setups und nutzt gern das Paket vom Dennis. Ich kann es nur ans Herz legen. Links sind reingestellt. Und insofern würde ich dann auch so langsam zum Ende kommen. Sag auf jeden Fall danke nochmal in den Norden, Dennis, an der Stelle. Und happy Grüße trading. zurück und bis bald. Again, genau. Und bis bald. Ich schalte gleich alles aus und gehe offline für uns alle. Und dann gibt es, wie gesagt, im Laufe des spätestens morgigen Tages die Aufzeichnung nochmal on top an alle registrierten Teilnehmer. Also, good trades, happy Alles day. Gute. Chris, hau rein. Ciao, Haut rein. ciao. Auf bald. Ciao, ciao.